Hallo? Birdie? Sag, ei, du Arschloch. Hörst du mich gut? Ja. Oh, geil. Ich bin heute quasi, du musst mich mit aufzeichnen. Ich bin heute frei von Mikrofonen oder halt von einem festen Platz. Ich habe mir mein Wireless Go rangeklippt und habe mir meine AirPods als Ausgabequelle eingestellt. Alter. Oh, habe mir ein MacBook gekauft. Heißt, ich bin jetzt einfach me. Ich bin ein anderer Mensch. Das Krass. heißt, ich kann heute einfach während der Aufnahme sagen, ich gehe jetzt eine rauchen. Wow. Und ich höre dich glasklar. Ja, du klingst auch echt gut. Also, meinst du es jetzt ernst oder nicht? Ich meine es ernst. Ich trau dir immer nie. Ja, zu Recht. Sehr schön. Ja. Machst du dir auch gerade noch eine Flasche Wasser? Ich habe schon eine. Echt? Und jetzt mache ich mir noch ein Bier auf. Ein Wässerchen und ein Bierchen. Geil. Vermischt es, ja? Wir nennen sowas saures Radler immer noch. Ja, ich will vergessen, weil es einfach so bekloppt ist. Oh geil, ich werde heute im Bett liegen und podcasten. Oh mein Gott, ist das schön. Ist das dann schon Ist Erotik? Erotik. Ja, ist Erotik. Geil. Machen wir jetzt unseren Designer-Muschis, machen wir jetzt Konkurrenz, ja? Ja, mit unseren eigenen Designer-Muschis. Geil. Du darfst übrigens nicht so doll atmen, ja? Das hört man tatsächlich. Ja, ich Wenn du suche so gerade machst, meinen so. Plopschutz. Ich suche gerade meinen Plopschutz, den muss ich auf dem Weg zum Ding verloren haben. Ja, die neue Freiheit irritiert, ne? Ja. Oder bist du immer noch, ja, du warst, genau, So, bin wieder, bist du hab wieder Plopschutz dran. Corona-bedingt kurzatmig? Nö, einfach weil ich fett bin. Geil. Bist du Fat Comedy? Was ist dieses Fat Comedy? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haut er irgendwelche Comedians auf die Fresse. Witzig. So, Ja, jetzt muss ich total. den Empfänger mal neu positionieren. So, jetzt. Plopschutz drauf. Ja, Träumchen. So, hallo. Geiler Scheiß. Ja, Mann. Oh, ich lieb's gerade richtig. Unglaublich. Ja, du, dann können Ist wir ja gar gleich nicht. anfangen, oder was? Ja, wir können anfangen. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier eine kurze Unterbrechung, ne? Dann gibt es unser Intro. Pausenquiff. Und dann geht's los, oder was? Ja, ich freue mich. Bis Ich gleich. mich auch. Oh, ich berühre mich jetzt im Bett. Ist das ekelhaft. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich jetzt diesen Teddybären damit raufnehme und bin mir gar nicht mehr Pauschtier. Pauschangriff! Garantiert aktosefrei. Pauschangriff, der erste aktosefreie Podcast. Kondome schützen. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, egal wann ihr uns anhört und damit Hallöchen zu Pauschangriff. In neuer Lebensfreude, mit neuem Komfort, mit neuem Tragekomfort. Wir sind quasi euer neuer Adidas-Rucksack für das Ohr. Ja, da wird sogar gelacht im Hintergrund. Und ich bin natürlich nicht der einzige Host dieses wunderbaren, portablen und durch die Wohnung laufenden Podcasts. Nein, 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 ich habe da ja noch jemanden an meiner Seite. Und damit hallo und herzlich willkommen, Bert. Yeah, hallo, 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 hier vom festsitzenden Platz aus. Ich laufe nicht durch die Wohnung, ich sitze an meinem Schreibtisch ganz, ganz ordentlich. Schön, dich wiederzuhören. Ja, tatsächlich habe ich mich auch sehr gefreut auf heute. Und muss auch sagen, ich bin froh, dass wir heute aufnehmen und nicht an einem anderen Tag, wie du es mir vorgeschlagen hattest. Ja. Weil ich hätte Record on tatsächlich. another day. Nee, wie war das? Ach, wie auch immer, scheißegal. Naja, weißt du, was ich jetzt mache mit meiner neu gewonnenen Freiheit? Nein. Ich gehe jetzt während der Podcast-Aufnahme eine rauchen. Alter, ist das dekadent. Ja, soll ich Waven? direkt. Nee, was? Wipen? Ich hab's schon wieder vergessen. Vapen. Wapen. Ach stimmt, Wape Me. Ja, von Nirvana. Oh,
Ich sag's dir. Sollen wir gleich kurz über meine Entdeckung des Tages sprechen? Ich weiß nicht, hast du eine Entdeckung des Tages? Ich wollte erstmal mit was ganz anderem einsteigen. Ja, wir müssen unbedingt, hab heute die neuesten Hinweise bekommen, ja, wie man bei Apple Podcasts in die Charts einsteigen kann. Indem man uns abonniert und folgt und Bewertungen da lässt. Auf Apple Podcasts. Aber da sind tatsächlich die Bewertungen gar nicht so wichtig. Rezensionen sind wichtig. Die Leute sollen schreiben, was sie von uns halten. Also schreibt rein, auch wenn es Katastrophe ist. Ja, auch gern Katastrophe und 5 Sterne. 5-Sterne-Katastrophe. Ne? Finde ich brillant. Machen. Oh ja. Oh, das ist so schön. Ich bin gerade auf meiner Terrasse draußen, Bert. Oh. Ist bei dir auch noch hell? Leider nicht. Nicht? Nee, aber mir ist quasi vor ein paar Minütchen eine helle Leuchte angegangen. Und zwar, ich habe mir gedacht, Bert, das wäre so schlau. Ich habe ja Funkmikros. Ja. Und ich habe es schon mal probiert, über Funkmikros aufzunehmen. Problem war, mein alter Mac hat das noch nicht unterstützt, weil das war ein 2014er Modell. So, jetzt war ich auf eBay Kleinanzeigen aktiv, habe mir ein MacBook Pro geholt von 2020. Nicht das 14 Zoll, sondern dekadent 13 Zoller. Ja, mit passt M1 auch besser Chip. In die Handtasche. Das stimmt, vor allem in die Gucci. Ihr wisst ja, nur Designermuschi, ne? Und dann war es so, jetzt dachte ich mir, komm, jetzt schließe ich mal mein Funkmikro als Empfänger, also den Empfänger an meinem Mac, mach das Funkmikro an, stöpsel mir das an meinen Hals und nehme einfach meine Wireless-Kopfhörer als Ausgangsgerät und siehe da, es Geiler funktioniert. Scheiß. Ey, oh. Hast du das studiert? Ja, ich arbeite leider den Beruf. Sehr gut. Aber ne, also fühlt sich ja quasi jetzt wie Albert Einstein, oder? Ja, ich fühle mich, aber trotzdem, ich habe heute so viele Themen, über die wir sprechen konnten. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht alles auf einmal verbrat. Das Ding ist, ich muss eine Beichte loswerden. Nein. Ja, ich muss quasi auch dir und vor allem auch allen HörerInnen des Podcasts. Warte. Ach so, ist noch leise, ist ja bescheuert. Nochmal. Warte. Ja, und zwar, ich möchte, also, liebes Tagebuch. Oh, es geht wieder los, drum wäre ich das Tagebuch, ja. Liebes Tagebuch, ich habe eine Ausschreibung gesehen und habe mich und will mich bewerben. Ich habe dafür noch bis zum Release-Datum des Podcasts Zeit. 2 Stunden. Es geht um Vorerfahrung und dadurch, dass das eine seriöse Stelle ist, habe ich diesen Podcast verschwiegen. Was? Ich habe in der Bewerbung kein einziges Wort über Pauschangriff drin. Ich habe gesagt, dass ich mal einen Fußball-Podcast hatte mit einem Kollegen, habe gesagt, dass ich einen der wenigen Zweitliga-Podcasts in ganz Deutschland betreue. Ah, vom Pauschangriff kein Wort. Willst du etwa Richter werden oder sowas? Nee, beim Öffentlich-Rechtlichen anfangen. Und ich habe es am Anfang drin gehabt, ne? Ja. Und dann kam meine Lebensabschnittsverschönerin, Trademark. Und hat gesagt, hältst du das wirklich für eine gute Idee? Ich erinnere mich an viele Röpser. Seriös halt. Ja, und da muss ich sagen, hat sie halt schon auch in Schwarze getroffen. Ja gut, ja, viele Röpser könnten natürlich darauf deuten, dass du unter Druck nicht arbeiten kannst. Ja, oder dass ich den Druck schnell entlassen kann. Also ich finde schnell ein Ventil. Ja, das, ne, also spricht ja eher für dich. Ich wollte gerade sagen eigentlich, gell? Ich glaube, ich nehme es jetzt doch wieder mit rein. Okay, ja, also ne, Pauschangriff unbedingt natürlich als Referenz für seine Karriere mit angeben. Auch als HörerInnen macht es viel mehr Sinn, weil das heißt, dass ihr euch wirklich mit allem abgeben könnt. Ihr seid anpassungsfähig. Ja, aber du willst noch nicht verraten, was das ist. Ne? Das ist eine ganz normale Volo-Stelle. Ach so. Beim Öffentlich-Rechtlichen. Bei welchem? Im Norden oder im Süden? Na, schön bei mir. Also im Norden. Genau. Im Sworden. Schön. In the land. Im Schwosten. Ja. Genau. Ja. Ah, ja. Und wann kriegst du Bescheid? Wann hörst du hier auf? Ist das eigentlich schon quasi deine Kündigung heute oder was?
Nö. Der soll, die kennt mich ja dann nicht als Domwächter. Also, wirst du gleich so begrüßt nicht, zum Werbungsgespräch. Also die werden mich nicht als Klöster kennenlernen. Na, ich bin gespannt, ne? Und Schnells noch kurz vor der Bewerbung. Ja, apropos Schnells, zum Wohle. Ja, hier. Prost. Jetzt hier meine Potsdamer Rohrperle. Ich habe ein Dominica O Pale Ale. Trinkst du aus der Hamburg. Flasche, ne? Trinkst du aus der Flasche. Mhm. Na klar. Von der Kervido Kreativbrauerei an der Stelle liebe Grüße an die Kollegen. An die Kollegen von Millerton. Ich habe gesagt bekommen, die freuen sich, wenn man das sagt, wenn man nochmal eins geschickt haben will. Und ich habe es beim Anfang, habe ich es ja vielleicht nicht ganz so positiv dranstehen lassen. Und muss sagen, diese herbe Note des Dominica Double Dry Hop Pale Ale geht mir, lässt mich wirklich kurz vor der Explosion hier stehen. Ich muss sagen, geschmacklich ist das Ding eine glatte 10. Ich werde es mir jetzt nicht runterwürgen und ich finde den Geschmack von der leichten tropischen Note perfekt. Dabei stoßt auch das Aroma Citrus Maracuja sehr hervor. Genau. Genau, das hat mal so ein super Füllwort. Das kannst du dir schmeckt auch tatsächlich. Schmeckt nach Karibik. Genau, also für dein Bewerbungsgespräch kommt sowas auch immer gut an. So, ne? Genau. Herr Domwächter, erzählen Sie doch mal, was haben Sie denn bisher so alles gemacht? Ja, also ich war mal beim Radio, ne? Genau. Dann habe ich mal so Fußball kommentiert. So, nicht vergessen, genau. Nicht vergessen und ja. Ja. Und ja. Genau. Ja, genau. Vielleicht quasi, also ja. Quasi ist so ein dummes Wort. Ja, ich benutze es auch regelmäßig als Füllwort. Ja, es ist ja auch quasi, machst ja auch nichts falsch damit. Quasi nicht. Also quasi macht man nichts falsch mit quasi. Ist halt wie mit eigentlich. Ja, aber eigentlich ist eigentlich schon auch schwer. Ja. Also eigentlich bin ich ja ein ganz guter Mensch. Eigentlich. Also eigentlich. Eigentlich. Keiner weiß warum. Freiheit. Ja, hast du es mitbekommen hier Frank Zander wollte ich gerade sagen, Marius Müller-Westernhagen hier bei dem Ukraine-Konzert hier am Brandenburger Tor? Nee. Ist er aufgetreten, hat er sein Freiheitlied gesungen. Hat er es gesungen? Hat er gesungen. Was haben die QuerdenkerInnen gesagt? Weiß nicht, Freiheit. Schlau. Ja. Reicht. Ja, hat er gesungen, ja. Aber war irgendwie nicht so, ne? Ich weiß nicht, kennst du das Original? Oder was heißt das Original? Irgendwie dieses Live-Ding aus den 80ern, wo er den Song das erste Mal geschmettert hat irgendwie? Ja, also ich habe irgendwann mal auf ZDF kommen doch manchmal noch so die alten Formel 1 Sachen. Ich glaube, da bin ich da mal drüber gestolpert. Ja, am Nürburgring, ne? Das. Nee, das war, glaube ich, ein Monza. So. Ja, erst gab es Mozzarella und dann gab es noch auf Monza noch eine Pizza. Ja? Oh, jetzt eine Pizza, ich habe so Hunger. Ich habe noch nichts gegessen. Vielleicht nutze ich meine Freiheit und werde mir jetzt gleich irgendwie was toasten oder so. Keine Ahnung. Wir hier noch eine Kochshow. Ja, also heute bin ich flexibel einsetzbar. Ich werde mich auch nachher noch ins Bett stracken. Also heute wirst du von mir. Ich will gar nicht dabei sein, wenn du ins Bett gehst. Also ich sag mal so viel, heute wirst du von mir kein Gejammer hören, dass wir früher aufhören müssen. Heute ist wichtig, heute bin ich einfach calm und wenn mir nichts mehr einfällt, dann hocke ich mich einfach vor meine Playstation und zocke eine Runde FIFA. Geil. Ja, sehr schön. Nee, freue ich mich schon richtig drauf. Ich guck gerade, was ich hier noch zum Essen habe. Hast du deinen Kühlschrank schon aufgemacht jetzt gerade? Ich habe nichts gehört. Nee, ich stehe gerade noch in meinem Vorratsschrank. Ach so. Du übrigens, wir sind jetzt offiziell quasi, haben wir jetzt mitgemacht beim Deutschen Podcastpreis. Also unter Hashtag Pauschangriff abstimmen. Kann man abstimmen? Ich glaub, man kann noch gar nicht abstimmen. Ne, wir haben das jetzt eingereicht irgendwie bis zum Einreichungs Dingsbums-Datum hier, also Abgabetermin. Wir waren pünktlich zum Abgabetermin, haben wir abgegeben. Perfekt. Ich habe einen Satz auf unserer Homepage im Radio gelesen diese Woche, der hieß, die Bedeutung der KI hat an Bedeutung gewonnen.
Ja, genau. In die Richtung gehen wir gerade. Genau, ist immer gut, wenn man ein Wort definiert mit dem Wort selbst. Genau. Apropos, da kam noch eine Mail rein. Wenn man gerade schon von einem Wort, es gibt ja selten die Kombination, dass zweimal das gleiche Wort Sinn macht. Ja. Ne? Aber. Dann kam ein Schlageralbum an unsere Radiostation rangespielt. Und ich muss sagen, dieses Label, dieses Management hat einfach die komplette deutsche Sprache hops genommen. Und weißt du, wie das Album heißt? Warte, nein. Leben, Leben. Alter. Beides groß geschrieben? Nee, nur das erste. Ach, Leben, Leben, jetzt verstehe ich es erst. Leben, Leben. Leben, Leben. Schön. Ja. Hast du auch sowas Tolles erlebt? Nee, bisher noch nicht. Komm da gar nicht drüber hinweg. Ja, ich mag ja so Wortakrobatik. So nenne ich es immer. So, ne? Olaf Schubert ist so ein Wortakrobat. Akrobirden. Ein Akrobird, ja. Ein Akrobird. Ah, wir haben jetzt einen neuen Namen für mich. Nachdem ja, du bist wir jetzt der Akrobird. Ne, hast ja mitbekommen, der Schlagzeuger der Foo Fighters ist ja jetzt tot, ne? Taylor Hawkins. Vielleicht, ja, ist es einfach, ne, wenn man mit Dave Grohl zusammen in einer Band spielt, dann wird man es nicht überleben. Jawohl. Hast du da deine Finger im Spiel, Herr Cobain? Das ist nur so eine Theorie, ja, nee, deshalb, ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht sollte ich meinen Namen doch ändern. Ja, zum Glück ist der Schlagzeuger von Nirvana nicht gestorben. Ja, das stimmt. Ja. Alter, was machst du da? Rollst ich habe gerade meine Rollladen runtergewandt. Kannst du sagen, fährst du dein Rolltor hoch? Ne, jetzt, wo du ja so frei bist, ne, steigst ins Auto und fährst einfach los. Vergiss, dass dein Computer noch zu Hause steht. Es könnte mir passieren, sagen wir es so. Ja. So, jetzt muss ich hier mal gucken, was ich hier noch Schönes, ob ich Toastbrot habe. Ich habe jetzt irgendwie Bock auf einen Toast. Du machst jetzt nicht wirklich Essen. Ich mache mir jetzt Essen, natürlich. Geil. Okay, erzähl mir mal was. Du musst mir was erzählen. Was ist RIP Greatest Hits denn eigentlich für ein Hashtag gewesen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe geguckt und habe gesehen, da gibt es gerade viel Aktivität auf Twitter. Unser Social-Media-Team war nämlich aktiv. Genau, dann habe ich das Social-Media-Team kontaktiert von Pauschangriff und habe gesagt, lass da mal einen Tweet ab. Ja. Ja. Haben sie kam gemacht. Nicht gut an. Ja, also wer das nachlesen will, ne, auf unserem Twitter-Kanal, den man unbedingt folgen sollte, ne, da gibt es halt einen Tweet zu einem Hashtag, wo ich jetzt gerade feststelle, dass der Hashtag irgendwie nur mit englischsprachigem Kontext benutzt wurde. Vielleicht liegt es daran. Kann auch sein. Also ich glaube, das Social Media Team, also ich muss da mal ein ernstes Wörtchen mit dem Redakteur sprechen. Das hat da wahrscheinlich nicht so drauf geachtet, woher der Hashtag kommt, sondern hat nur gesehen, ach ja, RIP Greatest Hits in den Charts. Da lässt sich ja bestimmt was mit der Musikplaylist eines Podcasts erstellen. Ey, definitiv. Und dann zu merken, nee, das ziehen wir jetzt in die andere Richtung auf. Und sagen, dass die Greatest Hits nicht sterben können und einfach keine Musik läuft. Ich fand es nicht schlecht. Ja, ja, nee, jetzt verstehe ich den auch nicht. Naja. Ja, aber hat unser Social Media Team schön gemacht. Ne? Wir versuchen ja regelmäßig da irgendwie Content zu hinterlegen. Alter, was war das? Deine Mikrowelle? Nee, Kaffeemaschine. Ich habe leider den falschen Stecker reingesteckt. Warum piept denn die Kaffeemaschine? Weil die hat einen Timer. Funktioniert übrigens super gut. Man kann es ja morgens quasi die Uhrzeit stellen, wann der Kaffee zu deinem Aufstehtermin quasi warm in der Kanne hängt, ne? Genau. Also das war auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich musste mich damals entscheiden, entweder eine neue Waschmaschine. Eine Freundin oder eine Kaffeemaschine. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, ich brauche noch keine neue Waschmaschine. Lieber habe ich eine Kaffeemaschine, die mich morgens weckt. Die Sachen, die ich anhab, reichen mir.
Ne? Ich trage es so lange, bis ich zweimal aufstrampeln muss, zweimal stampfen, dann fällt der Dreck weg und zack, frische Wäsche, zack, fertig. Geil. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, ja, so eine Kaffeemaschine oder Timer, die dir quasi punktgenau zum Morgen um 7.12 Uhr quasi den Kaffee fertig macht, macht richtig viel Sinn, wenn man den Stecker rauszieht. Ja, ich war jetzt halt auch längere Zeit nicht daheim tatsächlich. Weil du so viel arbeiten musst natürlich. Genau, nur es liegt nur am Arbeiten. Ja. Ich habe auch sonst keine sozialen Kontakte oder so. An der Arbeit. Und muss sagen, ich bin echt mal gespannt, wenn dieses Jahr alle keine Ahnung, ihren Stromrechnungen kommen und sagen, wie viel sie nachzahlen müssen. Bin ich echt gespannt, wie viel das bei mir sein wird. Weil du deine Kaffeemaschine nicht drin hast. Richtig. Und meine Waschmaschine immer ausgesteckt habe und richtig vorbildlich nur noch an Aussteckdosen dran habe, wo ich dann immer einfach sage, die kriegt jetzt keinen Strom. Also ich bin da richtig vorbildlich. Alter. Jetzt brauche ich nicht mal mehr meinen Desktop-PC, sondern lasse über den Akkubetrieb einfach meinen Mac laufen und den lade ich dann auf Arbeit auf. Auf Arbeit auf, genau. Nee, also da kommen wir nachher auf jeden Fall noch zu der Geschichte, wie ich den Mac bekommen habe und was da los war, weil das hat schon eine kleine Legacy. Schon wieder. Du und ja, lieber Kleinanzeigen, ihr seid auch verheiratet so ein bisschen. Ja, wir sind richtig verheiratet, aber diesmal war es eher so, der Kauf war verheiratet und alles, was danach passiert war, war so ein bisschen erste Treffen mit der Schwiegermutter. Okay. Gut. Also von dem her... Haben wir jetzt einen mega Cliffhanger für die Folge? Ja, übel. Und dann vergessen wir es wieder. Geil. Warte, ich notiere es mir auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Warte. Mach das. MacBook Legacy. Legacy. Ja, das ist ja eindeutig, ist das schon mal hier. Das ist ja schon der Episodentitel, ist das. Ja, stimmt, die MacBook Legacy. Geil. Okay. Geil. Mit dem Cliffhanger gehen wir in den ersten Pausangriff, würde ich sagen. Ja, dann macht euch ein schönes Pauschen und wichtig, jetzt Rezension schreiben. Jetzt. Ja. Genau jetzt. Anfangen. Hallo. Bei Apple Podcast. Ihr könnt auch ja sowas schreiben wie Bert Cobain ist ein echt cooler Typ und die Stimme von dem noch viel coolerer. Genau, dann schreibt ihr hin, aber trotzdem bin ich über einen Domwächter auf diesen Podcast gestoßen. Genau. Ich höre den Podcast auch nicht, weil er mir gefällt, sondern nur, weil ich einen von den beiden Typen kenne. Und er mich immer fragt, ob ich es gehört habe. Und wenn ich Nein sage, droht er mir mit Schläge. Und kriege eine 6. Sollen wir daraus mal so ein Quiz machen? So Zitate, wer sie eher sagen würde. Ja, machen wir, fangen wir an. Bird oder Domwächter. Richtig kreativer Titel. Ja, wir starten mit unserer Rubrik Bird oder Domwächter. So, jetzt muss ich auch mal kurz, das machen wir nach dem Pauseangriff. Damit fangen wir an. Genau. Bis gleich. Willkommen zurück beim Pauschangriff. Und zu unserer neuen Rubrik Bird oder Domwächter. Genau, das war der Jingle. Ja. Dann produzieren wir noch ein bisschen um. Der Röpsel muss am Anfang nochmal so ein hin. Und zwar, also, wer von uns beiden würde diesen Satz eher sagen? Antwort würde ich sagen per DM, oder? Okay. Aber Antwort auf welchem Medium? Insta oder Twitter ist mir egal. Okay. Oh, jetzt müssen wir eigentlich fast, du musst mitschreiben. Warte, okay. Weil dann mache ich daraus Stories für Insta, dann könnt ihr nämlich da direkt einfach abstimmen. Geil. Eine Umfrage. Geil. Wir machen Umfragungen und Abstimmungen. Genau. Okay. Also. So, wer von uns beiden würde diesen Satz eher sagen? Sind da englische Wörter drin? Das weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Ich muss mir zuerst mal einen Satz überlegen, okay, der von uns beiden kommen könnte. Okay. Mit Mundart oder ohne Mundart? Lass mich doch jetzt einfach mal überlegen, was für ein Satz. Fang doch du an. So, jetzt. So. Also. Ich kauf ne Grombeerde. Und dann noch ein Schnells. Und dann noch ein Schnells. So, wer könnte das gesagt haben? Umfrage gibt's auf Instagram.
Nee, ich würde tatsächlich sogar was Härteres wählen. Okay. Und zwar, wer Domwächter oder Bird? Nee, Bird oder Domwächter. So ja, was, genau. Ja, genau. Bird oder Domwächter? Ich weiß, ich kenne jemanden, der nicht wusste, was Madstop bedeutet. In meinem näheren Umfeld. Wer hat das gesagt? Der nicht wusste, Komma, ja. Ja, wichtig. Was? Wie ist das Wort? Madstop. Mit L. Vielleicht, ne? Schon mal gehört. Mit Z, wie die Onkels, ne? Also musikalisch würde ich sagen, ja. Stop. Bedeutet. Jetzt muss ich so einen Gedankenstrich machen, weil eigentlich ist der Satz schon vorbei. In meinem näheren Umfeld. Näherin. In meiner Näherin. Das jetzt bin ich gespannt, was deine Lebensabschnittsverschönerin dazu sagt. Trademark. In meiner näheren Umfeld. Da werden wir, oh, wieder, ja, komm, werden wir wieder, nee, bei Leben. Ja, hier, warte. So, Bird oder Domwächter? Bist du bereit? Ja. Ich habe ein bisschen umorganisiert und wir können heute Abend aufnehmen. That's a hard one. Ich habe ein bisschen... Schreibst du ein bisschen mit SZ eigentlich? Mit Rucksack S. Warte, nee, mit Doppel-S steht es in unserem Chatverlauf. Die Frage ist nur, von wem die Nachricht kam. Umorganisiert? Und wir können heute Abend aufnehmen, Punkt. Organisiert. Und wir können heute Abend aufnehmen. Okay. Dazu wird es dann wohl einen neuen Twitter-Trend geben. Bird oder Domwächter? Hashtag schon mal sichern. Machen wir. Kann man Hashtags eigentlich auch so einkaufen wie Aktien? Und dann, ne, also ich setze mein Geld jetzt auf den Hashtag Bird oder Domwächter? Wäre cool. Ja. Mir ist gerade mein Blockschutz wieder runtergefallen. Alter. Wäre super, wenn der jetzt mal hier drauf ist. Wir können ja, vor allem können wir dieses Spiel ja auch noch erweitern. Ja, jetzt haben wir hier gerade irgendwie einen Satz. Wir können ja auch Fotos machen von uns. Bird und Atomwächter. Hey, wir nehmen ein Bild, das wir in unserem Chat drin haben, und man muss erraten, von wem das Bild da reingestellt wurde. Ja. Okay. Wir machen dieses Spiel auf unserem Twitter- und Instagram-Kanal. Ich würde fast sagen, nur auf Insta, oder? Meinetwegen auch gerne nur auf Insta. Okay. Nur auf Insta? Und unser Social Media Team haut jeden Tag so eine Umfrage raus? Ja, jeden Tag. Wird schwierig. Regelmäßig. Regelmäßig. Ne? Ja, einmal die Woche ist ja auch regelmäßig. Eben. Und einmal in so einem Episodenrhythmus auch. Eben. Ne? Also Bird oder Domwächter hiermit jetzt als neue Rubrik. Willkommen im Podcast. Yeah, warte, da müssen wir noch. Mach mal den Applaus-Jingle. Ja. Applaus-Jingle. Ja, danke. Ja, okay. Ja, war ein super Spiel. Hat mich richtig amüsiert. Man muss ja sehen, dass man die Leute auch unterhält. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja auch wichtig. Also ich glaube auch, so, das zieht. Das gibt uns einen neuen Markt an HörerInnen und potenziellen Kunden. Definitiv. Ja, wir haben unsere Zielgruppe jetzt analysiert. Genau. Haben festgestellt, die gibt es noch gar nicht. Die müssen wir jetzt erstmal herstellen. Genau. So Cyborg-mäßig. Oder wir klonen uns beide einfach. Wir kaufen einfach Bots, die uns streamen. Geil. Das ist eine gute Idee. Wo kann man sowas kaufen? Vielleicht bei Kai, der die Musikstream schon gekauft hat. Podcast-Streaming-Bots. Gucken, ob es sowas gibt. Jetzt isst du wirklich ein Toast. Ja.
Sehr schön. What is bot traffic? How does it affect podcasts? Boah, das gibt's wirklich. Ja. Scheinbar. Aber damit haben wir ja nichts zu tun. Ich lese mir das später mal durch. Frage für einen Freund. Was kosten da so 1000 Streams? 5 Euro. In Russland. Ah, ist schwierig. Ist gerade schwierig in Russland. Hast du eigentlich mitbekommen, dass hier die Anonymous-Gruppe die russische Zentralbank gehackt hat? Wie 59 Gigabyte Daten geklaut. Erzähl mir mehr. Das war's schon. Halt Memos, Kontodaten, alles Mögliche. Haben sie entführt quasi. Ne? Wer weiß, vielleicht ist ja auch der Gasgärt. Als Geißel? Der Gasgärt, der vielleicht auch regelmäßig Geld da irgendwie, man weiß nicht. Wenn die entführt haben, haben die jetzt als Geißel? Ja, 59 Gigabyte Daten als Geißel genommen. Und keiner weiß, ob die mal zurückkommen. Also hat man doch am Samstag dann für eine Stunde das Licht ausgemacht, oder? Hast du das gemacht? Ich wusste gar nichts davon. Mir hat keiner Bescheid gesagt. Ich war beim Essen. Wann waren das? 13 Uhr? 20.30 Uhr, glaube ich. Ach so. Oder 20 Uhr. Weil um 13 Uhr hatte ich mein Licht aus. Ich habe anstatt Earth Hour habe ich Earth Uhr eingegeben. Und wie sieht sie aus, die Earth Uhr? Ja, war von 20.30 bis 21.30. Earth Hour. Earth Hour ist ja quasi eigentlich seit dem Klimawandel andauernd. Man könnte, glaube ich, ständig das Licht ausmachen. Ja, oder weil sich die Erde wehtut. Das Earth Hour. Glaubst du, es gibt ein Earth Pflaster? Kann man das draufziehen? Wahrscheinlich doch, ja. Das, wenn bei der Plattentektonik, wenn die mal wieder auseinanderschwimmen, ne, damit das nicht mehr passiert, klebt man ein Earth-Pflaster drauf. Natürlich. Hat ein Earth-Pflaster auch ein Dino-Motiv? Kommt drauf an, ob die Erde weiblich ist. Da müssten wir Mutter Natur fragen. Heißt es dann Tochter Erde? Vielleicht. Vielleicht ist aber auch die Erde non-binär. Oder Pan, einfach alles. Ja, ich weiß es nicht. Ist auch eine Frage an unsere Community. Ist die Erde, was hat die überhaupt ein Geschlecht? Welches was? Geschlecht? Ich bin gerade schon am Googeln, aber ich finde es. Was googelst du da? Welches Geschlecht hat die Erde? Ja. Die Maus. Wenn ich hier welches Geschlecht hat, die eingebe. Ja, kommt Maus. Kommt die Maus, dann kommt die Mona Lisa, die Freiheitsstatue. Die Biene, ja. Die Seele. Embryo. Ein Hähnchen. Und der Enderdrache. Alter, was Menschen suchen. Ich guck mal bei Mona Lisa, bei der Maus. Okay, ich guck mal, welches Geschlecht hat die Mona Lisa? Erde. So, welches gibt es? The Gender of Mona Lisa ist tatsächlich, die neuesten Forschungen ergeben, dass die Mona Lisa weder ein Mann noch eine Frau darstellen soll. Sondern ein Bild in einem Louvre. Die eine Hälfte sei männlich, die andere Hälfte weiblich. Ist auch lustig hier, guck mal, pass auf. Heißt es der, die oder das Erde? Der Artikel der Erde ist die Erde. Auch das, verwirrend, das ne? Erde. Das Erde der Menschheit. Ja, das Erde, ja. Ja, das verrückt. Raumschiff Erde hat keinen Notausgang. Was? Hat's nicht. Ist ein Buch. Ist ein Buch tatsächlich. Okay. Hast du übrigens mitbekommen, dass WhatsApp neue Emojis hat?
Nee, ich benutze die so selten. Ach, deshalb hast du mir so mich zu massakriert. Ja, hast du die sehen können? Den ersten unter dem Daumen? Ja. Du weißt, was ich zuerst gedacht habe, was der da an seinem Gesicht hat? Ein Pimmel? Ja. Dachte erst, der kratzt sich mit seinem Penis quasi an seiner Schläfe. Also vielleicht ist es ja auch gar nicht sein Penis. Sondern der von jemand anderem. Vielleicht wird er ja geeinhornt. Geunicornt. Ja, kann sein. Er ist geunicornt. Hast du schon mal jemand geunicornt? Erklär mir erstmal, was das ist. Du legst deine Eier auf die Stirn von jemandem und durch die Erektion ergibt sich dann derselbe Anblick wie für ein Einhorn. Okay, also gib mir mal noch mehr Details. Ich kann es noch nicht mit Ja oder Nein beantworten. Hattest du eine Erektion, während du deine Eier auf der Stirn eines Partners oder eines Freundes hattest? Kann ich noch nicht zuordnen, noch mehr Details. Hattest du schon mal deine Eier bei jemandem auf der Stirn? Bei wie vielen gleichzeitig? Reicht eine Person, aber wenn du es mit 5 hinbekommen hast, dann Glückwunsch. Ich darf aus rechtlichen Gründen darüber jetzt nicht mehr sprechen. Ich habe noch eine investigative Nachfrage. Ja. Darfst du dich dem lokalen Kindergarten noch mehr als 500 Meter nähern? Auch dazu möchte ich nichts sagen. Aha. Nee, hatte ich noch nicht. Ich habe noch niemanden geunicornt. Ich wurde auch noch nie geunicornt. Okay. Bei euch heißt es ja Kommunion, ne? Bei uns heißt es Einschulung. Aber nur in der katholischen Schule. Ach du, auf dem Dorf nimmt man, was man kriegt. Ja, nee, wie kamen wir jetzt zu dem Unicorn? Die Emojis. Ja, die WhatsApp-Emojis. Ja, da sind schon lustige. Da war noch ein Hack mit dabei. Ein Hack? Den unteren, ein Hack, eine Umarmung. Ach so, ja, genau, das Ding habe ich vorher noch nie gesehen. War mir auch neu. Ja. Ja, und dann hier der, wie heißt er denn hier? Der komische grüne Typ da. Ja, was ist es drunter? Der sieht so ein bisschen aus wie diese komischen Steine hier von der Eiskönigin. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein komisches Monster. Keiner weiß es. Der Rollstuhlfahrer, der hat jetzt einen Elektrorollstuhl. Guck mal, jetzt ist eine Elektrorollstuhlfahrer, gibt es jetzt auch. FahrerInnen. Obwohl, nee, die sehen alle. Ja, nee, doch nicht. Ja, schick mal rum. Warte, hier, Elektrorollstuhl. Welche Farbe willst du denn? Ein Sattgelb. Sattgelb. Bitte sehr. Mal ist schon ja, ein geiler Elektrorollstuhl. Heftig. Vielleicht gibt's machen wir da auch. Guck mal, ey, wir können doch auf Instagram auch mal so eine Kollektion der neuen WhatsApp-Emojis rausschicken. Für alle, die zum Beispiel nicht so ein iPhone haben. So ein Augengerät. Guck mal, hier Blindenhunde gibt es jetzt auch. Ich stelle mir gerade vor. Guck mal, dich, du bist da auch, guck mal. Haha. Ich stelle mir gerade eher vor, wie du halt einen Emoji von einem Blindenhund schickst. So schreibst du raus. Der bellt dann vielleicht. Ja, stimmt, ja. Und ich stelle mir vor, wir sind Blindenhunde eigentlich. Blinde Hunde? Hunde sind voll die Verschwörungstheorie, voll der Ansatz dafür. Sind Blindenhunde eigentlich Hunde? Glaubst du, Angela Merkel war ein Blindenhund? Nee, die war ja hier so eine Echse. Hast du Beweise? Ja.
cool. Ich will auch gar nicht weiter wissen, was für welche, sondern ich vertraue dir dabei blind. Nee, also der Hintergrund ist natürlich, also mein Beweis ist, hast du schon mal eine echte Echse gesehen? Mhm. Siehst du, deswegen hast du auch Angela Merkel noch nie gesehen. Ja, so einfach ist es. Ne? Doch, die habe ich schon mal gesehen. Wo denn? In Ulm. In Ulm oder um Ulm herum. No. Ach, guck mal, selbst hier die Erfindung des oh, wie heißt denn der Mist? Dosenöffner. Des Penicillins. Selbst an die Erfindung des Penicillins wurde gedacht mit den neuen Emojis. Ja, hast du hier so ein, wie heißen denn die Dinger? Mann, weißt du, du bist doch gerade erst gestern aus der Schule rausgeflogen. Du musst doch nur wissen, Petrischale. So, hier ist eine Petrischale mit. Ich kenne nur eine Schimmel. Frau Kepetri. Frau Kepetri, ja, die ist ja bei der Blauen Partei unterwegs. Eine Frau Kepetri-Schale. Hat die das erfunden? Ja, die hat die Frau Kepetri-Schale erfunden, ja. Da sind Flüchtlinge drin. Ja. Die entwickeln sich, guck mal, ja, die kriegen ganz grüne Haare, wenn man sich ganz lange nicht um die kümmert. Und dann können sie Krankheiten heilen. Ich finde es voll rassistisch gegenüber Menschen mit grünen Haaren. Vielleicht. Apropos Haare. Jetzt. Darüber müssen wir sprechen. Pass auf, wir sind hier timingmäßig schon wieder bei Minute. Wir sind schon in der 19. Minute. Ja, dann lass einen Pausangriff machen und dann müssen wir kurz über Haare sprechen. Dann müssen wir über Haare sprechen. Bin gespannt. Ja, du weißt wahrscheinlich sogar schon, worum es geht. Nee, aber gut. Erzähl's mir gleich. Ne? Bin ganz aufgeregt. Jetzt, falls ihr noch nicht rezensiert habt, jetzt wieder Rezension schreiben. Oder wenn ihr eine alte Folge noch nicht rezensiert habt, Rezension schreiben. Genau, also einfach bei Apple Podcast, geht da hin. Ja, und ansonsten könnt ihr natürlich auch bei Spotify einfach erstmal bewerten. Ja, das ist auch immer ganz wichtig. Folgt uns auf Twitter und Instagram und hört die Werbung, die jetzt kommt. Ja, bis gleich. Genau. Hallo. 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 Hörst Hallo. Du mich? Hallo. Ja, was? Hallo. 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 Hallo, Bert. Hallo. Ach Mensch, hat er jetzt schon wieder alles hier umgewandelt. Umgewandelt? Was? Nee, ich habe es ja gar nicht gehört. Was? Hallo? Ja, David, willkommen zurück. Nach dem Pausangriff folgt der Pauschangriff. Ja, ich habe übrigens viel zu schnell Pause gedrückt. Die Leute haben deinen schlechten Witz gar nicht mehr gehört. Schade. Ja. Naja. Aber sie haben ja nichts dafür verpasst. Dafür hast du ja doppelt so schnell wieder auf Record gedrückt. Also von dem her ist ja alles egal. Mit mir kann man es ja machen. Eben drum. Ne? So, du wolltest mir was von Haaren erzählen. Von Dreadlocks. Alter. Ja. Also bitte. Also bitte. Darüber, also jetzt, ich hab schon bei dir gesehen, du hast dazu getwittert. Deshalb jetzt bitte nochmal, hol doch du mal die HörerInnen kurz ab, um welche Dreadlocks es sich denn handelt. Okay, pass auf. Wir können ja gar nicht sagen, also an einem Freitag, das kann man ja auf jeden Fall definitiv sagen, gab es eine Fridays for Future Demonstration in Hannover. Ja. Und dazu Hannover. Ja, genau. Ist nicht das Hannover Niedersachsen, ist ein anderes. Dazu sollte eine Band auftreten. Ja. So, und diese Band wurde dann aber kurz vor der Veranstaltung leider wieder ausgeladen von den Veranstaltern. Hintergrund war, die Sängerin, ich nenne sie mal Lisa. Die Sängerin Jana aus Kassel. Genau. Die trägt leider Dreadlocks. So. Und Dreadlocks ist eine kulturelle Aneignung laut der Veranstalter der Fridays for Future Demonstration. Und sie könnten auftreten, wenn sie sich doch entscheiden würde, ihre Haare einfach abzurasieren. Dann werden sie wieder eingeladen. Ja. Ah, ja. Habe ich alles gut zusammengefasst? Ja, hast du sehr gut gemacht. Eins mit Sternchen. So, und jetzt kommen wir zu einer ziemlich hitzigen Debatte. Ja. Weil kulturelle Aneignung ist ein Thing. Darf man nicht jetzt hier, also man darf die Thematik nicht über die kulturelle Aneignung, finde ich, über den Kamm scheren. Da gibt es durchaus Sachen, die man nicht macht.
Aber ich finde jetzt halt bei Haaren, so, lass doch die Frisur tragen, wie sie will. Wenn du Frisuren vorschlägst, dann komme ich mir vor wie in einem Land, das beginnt mit N und endet mit Ort Korea. N-Ort Korea? Genau. Du bist so schlau. Ich kann lesen. Ja, nee, ey, aber ich hab's auch gelesen und dachte mir so, also mal, was ist mit euch kaputt? Also so grundsätzlich, ne, also ich habe mir ja auch natürlich deren Statement dazu durchgelesen. Ne, ich kann es jetzt allerdings nicht im Detail wiedergeben, aber sie haben ja quasi einen Ansatz, den sie schon seit mehreren Wochen, Monaten, wie auch immer, verfolgen in ihrer Gruppierung, ne, wo sie eben einfach durch ihr Selbstverständnis das einfach nicht tolerieren können. Ja, und um sich quasi nicht in Widersprüche zu verwickeln, mussten sie quasi jetzt so handeln. So, das so grob zusammengefasst. Wer es lesen will, sollte Fridays for Future Hannover bei Instagram suchen. Da steht das ganze Statement dazu auch nochmal. Wichtig ist Hannover hin mit A hin. Genau, ganz wichtig. Und mit einem N. Hannover. Hannover. Genau, Hannover. Hannover. Wir nennen es einfach Hannover, um da einfach niemanden so... auf den Schlips zu treten. Ja, aber dann dachte ich mir so, ja, kulturelle Aneignung. Also ich verstehe den Ansatz total, aber jemandem vorzuschreiben, wie er seine Frisur zu tragen hat, ja, oder überhaupt vorzuschreiben, wie er sich gibt, so, ne, widerspricht doch wiederum allen anderen Ansätzen, die wahrscheinlich da auch verfolgen. Genau, und das ist eben genau das Ding, wo ich halt dann nicht mehr durchblick, wo ich mir da denke, da schießt du dich doch gerade eigentlich selber ins Aus. Ja. Also da ist so viel Potenzial da. Man könnte sagen, also wenn das jetzt eine geile Ortsgruppe wäre von High Days for Future, weißt du, damit auch da niemand sich auf den Schlips getreten hat. Ja, ich ändere das mal ab. Du hast so sehr kreativ abgeändert. Ich wusste schon gar nicht mehr, wen du meinst. Also wenn jemand anderes, also wenn das so eine die Regionalgruppe von Name der Redaktion bekannt dann danach irgendwie sagen würde, wir bieten einen Workshop an zu dem Thema, dann hätte ich gesagt, Alter, ihr habt es genau verstanden, worauf es ankommt. Dialog, aufklären, warum das vielleicht manche jetzt nicht cool empfinden und dann ist es cool. So, dann nimmst du was mit, dann lernst du was. Aber so knallst du einfach nur jemand vom Kopf, ja, deine Frisur geht nicht, voila, tschüss. Ja. Ja, aber ich denke mir, also, ne, also dieses Thema kulturelle Aneignung, ja, gibt's an einigen Stellen auf jeden Fall, so, ne. Aber wie oft kommt uns sowas irgendwie im Alltag entgegen, wo überhaupt keiner sich darüber aufregt, weil es einfach auch schon zu normal ist? Eben. So, ne? Das ist ja auch das Ding einer pluralen Gesellschaft irgendwie ja auch. Ja, also, ne, nehmen wir irgendwie Essen. Also, wenn ich es auf die Spitze treiben wollte, würde ich sagen, arme Leute essen. So, ne, weil die Menschen vom Krieg verfolgt waren, gab es damals irgendwie nur Kartoffeln und Quark oder sowas. Deswegen darf ich das jetzt nicht mehr essen. Darfst du keine Krombierde essen? Krombierde? Ne? Naja, aber genau sowas. Also wie weit geht denn das? Da darf man jetzt auch noch Reis essen. Oh nein. Glaub nicht. Toastbrot auch nicht. Fuck, bitte verpfeif mich nicht. Ich würde sagen, du darfst nicht in Hannover... bei Name der Redaktion bekannt auftreten. Das würde ich jetzt untersagen wollen. Aber das kannst du auch machen, weil wenn ich wirklich sage, ich bin so verzweifelt, dass ich freiwillig nach Hannover gehe. Ja. So, dann gehe ich vielleicht noch kurz beim Runner Tobi vorbei und löse meinen Biergutschein ein, aber das war's dann. Hast du da etwa einen oder was? Hast du etwa einen Biergutschein bei dem? Ich glaube schon. Wir waren die Beste aller Zweiten, kann man ja nachhören. Okay, und da hat er dir sowas versprochen, ja? Mhm. Okay, krass. Man weiß, vielleicht darf ich ja irgendwann mal in die WG mit rein. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch nicht. Die lassen da keinen rein. Ja, das ist halt, ja, das ist halt nicht die Plurale. Das sind auch richtige Leute von Name der Redaktion bekannt. Aus Hannover. Und Süd. Eigentlich ist voll der gute Name für eine Band oder so. Hannover, vielleicht Hannover rückwärts. Nee, Name der Redaktion bekannt. Ach so, okay. Und jetzt der neue Song von Name der Redaktion bekannt. Der neue Song von Neuer Song. Von Various Artists. Ist eigentlich der Name geschützt? Den hatten wir schon mal. Weiß ja, aber nicht. Ist der Name geschützt? Ich glaube nicht.
Kann man den, wahrscheinlich kann man den nicht schützen. Hm. Wenn man jetzt sagt, man nennt sich so. Mach mal. So. Wortmarke schützen. Ja. Wäre cool, wenn es funktioniert. Ja, wahrscheinlich bist du auch der Erste, der darauf kommt, denke ich. Und bin mir da ziemlich sicher, dass es da noch keinen anderen Menschen auf der Welt vorher gab, dass ich gedacht habe, für den Gag mache ich's. Ja, eben, ne? So, und jetzt ist der Domwächter weg, weil bestimmt. Ich habe mich nur gemutet, weil ich gerade wieder am Schmatzen war. Ah, das ist ja widerlich. Ich habe die Mute-Taste hier entdeckt für mich. Geil. Ja, und ich dachte, ne, jetzt sind die Akkus alle. Schön hier. Ne, habe ich extra geguckt. Ah. Weil du so Fuchs ein bist. Fuchs bin ich. Ne? Ja. Was war letztens mit dem Fuchs? Ja, ich erinnere mich. Wir mussten ja auch lustige Texte schreiben, ne, für den Deutschen Podcast-Preis. Und einer davon hatte mit einem Fuchs zu tun. Erzähl, warte, muss ich jetzt erst suchen. Außerdem war es dein Text. Schrödingers Fuchs. Falls du dich erinnerst. Schrödingers Fuchs. Wo man sich überhaupt wieder anmelden kann. Bin ich da wirklich auf die, da habe ich das wirklich erfunden? Das habe ich das wirklich gesagt? Das kommt mir gerade so fremd vor. Weißt du nicht, Schrödingers Fuchs? Ich muss jetzt hier nochmal erzählen. Mein kann ich mich denn ja anmelden? Hier geht ja auch gar nichts. Ich weiß nicht mehr, wo man sich hier anmeldet beim Deutschen Podcastpreis. Ich hab's vergessen. Partner, Jury. Nee, das ist die falsche Anmeldung. Die Jury-Anmeldung, damit darf ich mich nicht anmelden jetzt. Ja, keine Ahnung, ist weg. Also unsere Anmeldung beim Deutschen Podcastpreis ist jetzt weg. Wir stehen jetzt auf der Homepage ganz oben. Wir haben uns übrigens als bestes Talk-Duo, ja, haben wir uns beworben, weil wir uns dachten, also, ne, wir talken so gut wie niemand anders. Wollte ich gerade sagen. Und? Ich muss sagen, hey, wir sind so gut im Talken. Ich habe erst nach gefühlt 6 Monate des Podcastens diesen Mute-Knopf entdeckt. Ja, sehr gut. Ja, ne, hier, guck mal, also wir hätten uns noch bewerben können für den Crowd-Preis hier, ne? Für die Crowd-Jury. Lifestyle. Eigentlich wären wir auch ein Lifestyle-Podcast, ne? Ich meine, Attitude hast du, die du mitbringst irgendwie und Diversity, Personality. Die neuesten eBay-Kleinanzeigen-Tipps. Ja, auch die. Ja, also wir hätten uns auch für Lifestyle bewerben können, glaube ich. Ich meine, du erzählst ja auch regelmäßig irgendwie über deine neuen Körpereinhaarungstipps. Und mit dem Gutscheincode Domwächter bekommt ihr bei eurer nächsten Bestellung bei iwaxmyself.com 15% auf die Erstbestellung. Geil. Und eine Taschenmuschi aus dem Bahnhofsautomaten. Ja, also. Ne? Aber eine benutzte. Natürlich. Wir haben es ja sonst nicht. So, hätten wir uns bei Nachrichten und Politik bewerben können? Ja. Finde ich, seit unserer Schröder-Folge hätten wir das auch machen können. Ja, Gasgeert. Also, nicht Schröder sagen. iwaxmyself.com ist übrigens noch zu haben. Okay. Wir haben einiges zu tun. Wir müssen ein paar Patente einreichen und Domains sichern. Pass auf, so, dann gibt's hier noch Wissen. Also, wenn nicht wir Wissen vermitteln, wer dann? Ne? Willst du mir kurz sagen, wann ich das mit Schrödingers Fuchs gesagt habe? Du hast es irgendwo. Nein, du hast irgendwie, Schrödinger war schon immer ein Fuchs. Das war quasi das Ende deines Zitates. Ah. Ja, und ich habe da jetzt Schrödingers Fuchs draus gemacht. Weil ich halt eine Katze bin. So. Mm. Nein, aber Wissen, ja, wir vermitteln ja auch Wissen. Also ganz ehrlich, wer quasi in die Pubertät kommt und wissen will, was abgeht danach, der muss unseren Podcast hören. Also wir sind auf jeden Fall Kultur, wir sind Musik, wir sind Lifestyle, wir sind Fashion. Wir haben ja auch Generationskonflikte, die wir austoben. Mhm. Ne? Mhm. Und wir haben eine Ost-West-Partnerschaft. Auch.
Ja, wir sind quasi inklusiv. Auch noch. Wir müssen das Ding gewinnen. Oder? Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wer da sonst so mitmacht. Das ist kein Ding. Übrigens, hier Comedy gibt's auch. Ich finde, wir sind schon mehr so der seriöse Podcast. Ich hätte hier noch was für dich. Da hättest du dich, könntest du dich noch bewerben. Beste journalistische Leistung. Ja, da sind wir aber auch mit dabei. Ja, ich meine, deine investigativen Fragen hier jedes Mal. Ja, wir haben immerhin die Gilf Hunter auf der Granny-Verleihung. Dingfest gemacht. Einblicke. Ja, das sind Einblicke, die hat sonst vorher noch niemand bekommen. Ja. Also wir sind mit Abstand eins der besten Rechercheteams. Guck mal, was für Hashtags wir verwenden hier. Ja, definitiv. Ja, aber beste Recherche, mal gucken, vielleicht kommt das ja noch. Aber wahrscheinlich ja beste journalistische. Ich lese gerade, die wichtigsten Geschichten sind oft schwer zu finden. Ja, okay. Also unsere Geschichten findet auch niemand. Sonst. Ja, ich wollte gerade sagen, also wir träumen ja auch voll viel. Das stimmt. Ja. Und ich finde, mit einem guten Traum beginnt eine gute Recherche. Das sage ich auch immer meinen Praktikanten auf Arbeit. Mit einem guten Traum beginnt eine gute Recherche. Ja, ja. Also wir brauchen unbedingt so eine Nummer, wie so ein Schneemensch irgendwie in Südafrika Schweine grillt, nachdem er wegen seiner Scheidung alles verloren hat. So ein Yeti, ne, der dann in Südafrika strandet, nachdem er mit der Titanic dann die Welt umsegelt hat. Habe ich dir von meiner Filmidee erzählt? Entweder ja oder nein. The Fist Bump of Love? Nee, noch nicht. Erzähl mal. Dann wird es jetzt Zeit. Ja. Also, bei mir in der Familie ging es sehr viral ab. Mhm. Also da war die Fam war viral. Und dann dachte ich mir so, weil ich war dann bei meiner Lebensabschnittsverschönerin Trademark. Und habe halt Essen vorbeigebracht so. Und war einkaufen. Ich war ja die ganze Zeit negativ. Immer noch. Bist du immer noch, ja. Und dann war halt so, ja, du bist halt bei deiner Lebensabschnittsverschönerung ein Trademark. Trademark. Aber du kannst ja nichts machen. Du stehst ja einfach nur dumm rum. Aber ist doch eigentlich wie immer, oder was? Weißt du, normalerweise, du gibst irgendwie einen Kurs, umarmst dich, keine Ahnung. Dann habt ihr jetzt nicht mehr gemacht. Ja, und dann stehst du halt dran. Ja, ich war ja negativ und wir wohnen nicht in einem Haushalt. Von dem her war die Sache ja geritzt. So, ich muss weiter arbeiten und sollte gesund bleiben. Dann waren wir halt, ich habe das Zeug vorbeigebracht, habe kurz bei ihr geklopft, dann ging die Tür auf, sie stand mit Maske vor mir. Und die einzige Geste, die man halt austauschen konnte, war halt so ein Fistbump. Und dann kam mir die Idee, the Fistbump of Love. Und es gibt ja diesen einen Typen, der seit 2 Jahren das Virus in sich trägt. Der kann sie nicht heilen lassen. Okay. Bei dem sein Immunsystem ist zu schwach. Und ich finde, das ist voll makaber, aber dem könnte man voll die gute Rolle anbieten. Und zwar, der verliebt sich in eine, lernt die halt irgendwie kennen. Und die einzige Liebkoserei, die austauschen können, ist so ein Fistbump. Und das ist dann the fist bump of love. Ja. Was hältst du? Ich frage mich die ganze Zeit, ob da noch irgendwas passiert. Ja, also die können... Gibt es da eine Verfolgungsjagd am Ende auf dem Fahrrad, wo dann irgendwas explodiert? Nee, also es ist eher so, also er probiert, er nimmt alles aus so, keine Ahnung, Pferdeentwurmungsmittel. Ja, also er versucht einfach alles. Ne? Er lässt sich da auch beraten alles. Von so einem Experten, genau. Von einem Expertenteam. Auf Telegram. Ja. Und genau, probiert alles Mögliche, aber die werden es nie schaffen, gemeinsam zu leben. Und deshalb ist das Einzige, wie sie sich berühren können, der Fist Bump of Love. Ja. Und dann ist es so ein bisschen, ich überlege gerade die ganze Zeit, was das war. War das Shakespeare in Love oder so? Wo die sich mit einer Feder... Quasi weiß nicht, so ein bisschen. Ich liebe dich oder sowas? Weiß ich auch nicht.
er durfte auf jeden Fall, also er durfte irgendwie keinen Sex haben. In einem bestimmten Zeitraum so. Und dann haben die sich mit einer Feder. 80% aller Männer. Oder mit einer Blume. Sich so, ja. War das eine Blume? Ja, genau. Alle Männer. Ja, ich darf keinen Sex haben. Nee, und dann dachte ich mir gerade so, ja, doch, und dann entwickelt sich der Fistbump of Love quasi zu so einem, es muss dann irgendwann verboten werden in der Öffentlichkeit. Ja, weil es halt so. Ja, genau, aber dafür eh nicht raus. Also das hat, deine Interpretation hat da ein paar Steine, wo man auf jeden Fall nochmal schrauben muss. Ja, ich stehe da einfach noch nicht drin. Ich habe die Geschichte noch nicht so verinnerlicht wie du. Sehr autobiografisch, ne? Genau, ich bin der seit 2 Jahren Corona hat. Ich bin der Superspreader. Hey, ja, aber stell dir das mal vor. Ja. Das wäre doch voll, also an sich sehe ich da schon Potenzial für so einen 90 Minuten. Ja. Warte, pass auf. Okay. Also so eine Liebesgeschichte mit der Fistbump of Love. Also ich stelle mir vor, also der eine Typ, der darf nicht raus. Mhm. So. Dann der verliebt sich in eine. Wie verliebt er sich denn in die, wenn er nicht raus darf? Facebook. Okay. Die Zielgruppe ist Ü40. Das sind Mütter, die Minion-Memes teilen. 40. Und ist quasi einfach, also Facebook in 20 Jahren. So. Ja, also die letzten ihrer Art, die noch Facebook nutzen, sind die Ü40-Menschen. Das ist jetzt ja schon so. Also Facebook nutzt ja niemand Junges mehr. Deshalb finde ich das eigentlich schon realistisch. Und dann haben die sich irgendwie über Facebook-Dating kennengelernt. So. Und weiter geht's. Ja, okay. Da haben die sich ja kennengelernt. Und dann chatten die so ein bisschen miteinander und reden und schreiben. Dann sind schon mal 20 Minuten rum. Wir müssen nur noch 70 Minuten filmen. Genau. Also, ja, dann brauchen wir erstmal so ein kleines Mini-Climax. So, ne? Also ist noch gar nicht der Höhepunkt der ganzen Story, so, aber der erste Mini-Climax ist irgendwie so eine Flüchtlings. Okay, ich hab's schon. Also die haben, gibt's so eine Flüchtlingskrise irgendwie und dann kommentieren die zusammen. Quasi immer unter so Artikeln, wo Flüchtlingen geholfen werden soll, so kommentieren die immer voll fies, so gegen die Flüchtlinge. Die liken sich gegenseitig, genau. Die Kommentare auf der Tagesschau, wenn es gegen die Mainstream-Medien und genau. Die Flüchtlinge geht. Genau, und Corona gibt es auch nicht, obwohl er schon das Virus 2 Jahre in sich trägt. Oh nee, besser, sie ist Leugnerin und er hat es 2 Jahre lang schon. Okay. Und die verlieben sich, so, das ist doch, da die treffen kriegen noch dann ein Kind. Ohne sich berührt zu haben, weil die hatten nur der Fistbump of Love. Genau. Und sie tut dann so, als wäre sie quasi Mutter Teresa, nee, halt andersrum. Maria 2.0. Ja. Unbefleckt hat sie ein Kind. Und dann siehst du aber immer im Hintergrund, hinter ihr immer mal wieder so eine Tür aufgehen. Weißt du, wenn der Shot bei ihr in der Wohnung ist, so dass es so leicht offensichtlich ist, da treibt sich noch ein anderer Typ rum. Ja. Und jetzt pass auf, das Ende, okay, wir spoilern alles. Erzähl. Das Ende ist, dass der Bruder von dem, der die ganze Zeit Corona hatte, mit ihr dann eigentlich die Beziehung führt. Dass der die Blutlinie weitergeht. Dem, also er springt in die Bresche, weil sie so extrem große Schamlippen hat. Also du bist eher so auf dem Böhmermann-Trip gerade, oder? Ich weiß nicht, welchen Trip schiebt denn der Böhmermann? Der hat den ersten öffentlich-rechtlichen Porno produziert. Habe ich nie mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Ich auch nicht. Mir hat es erst der Mitbewohner von meiner Lebensabschnittsverschönerin Trademark erzählt. Der Mitbewohner, der hat den geguckt mit ihr oder was? Nö, der hat die Böhmermann-Folge hat direkt am Freitag geguckt gehabt. Ist schon ein paar Wochen her. Okay. Muss man dazu sagen. Aber dann habe ich es mitbekommen, aufgeschnappt. Dann habe ich auch mal wieder investigativ recherchiert. Und muss sagen, war leider gar nicht mein Fall. Warum? Also, zu viel nackte Haut. Genau, die waren alle nackt. Und ich muss sagen, ich finde den Ansatz super. Es war ein feministischer, queerer Porno. Aber ich fühle mich nicht erregt, wenn ein anderer Mann an einem anderen Mann rumspielt. Es tut mir leid. Ja, aber gut, da bist du aber auch ein bisschen 80er, ne? Ja, schon. Also ich bin in welchem halt nicht, Jahrtausend lebst du denn? Ja, ich bin nicht so woke. Von dem her, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht.
Da bin ich gerade ehrlich. Zu Recht. Zu Recht. Vielleicht willst du deine Dreadlocks noch abrasieren. Ich finde, das ist ganz schön kulturell. Die oben Aneignung. Oder die unten? Das kannst du dir aussuchen. Was wäre mehr kulturelle Aneignung? Ja. Ne? Oh, warte, da habe ich einen super, ich habe einen super, super Witz, der ist auch sehr, sehr, ja, der ist super, sage ich jetzt mal, nicht ganz politisch korrekt, aber trotzdem sehr ehrlich. Das hatten wir ja jetzt schon geklärt, glaube ich, in dieser Folge. Aber der ist sehr ehrlich. Ja. Warum sind Gleichstellungsbeauftragte meistens Frauen? Ja. Wir warten noch auf den Witz. Weil es billiger ist. Aber dazu, ja, wir hatten jetzt nur kürzlich gerade die Oscar-Verleihung. Hast du auch da gesehen, den Beginn quasi der Oscar-Verleihung? Nee, ich habe leider nur Wilhelm Smiths Ausraster gesehen. Ja, nee, pass auf, also die Oscar-Verleihung begann, ne, der Vorhang ging auf. So, ne, kamen die Moderatorinnen, also drei Frauen raus. Und das Erste, was sie gesagt haben, war hier, diesmal bei der Oscarverleihung, drei Frauen. Warum? Weil die billiger sind als ein Mann. Ja, das ist sehr ehrlich. Ja. So. Ja, also da wurde auch sehr viel oder sehr feministisch quasi gehandelt. Zu Recht. Ja. Finde ich gut. Ne? Außer, ja. Also wir dürfen nur keine Witze über den Haarausfall von Will Smiths Frau machen. Sonst genau. Machen wir den und dass Oliver sie Pocher. Im besten Fall nicht bei G.I., wie heißt der Film? Joe. Nee. G.I. Naja, auf jeden Fall, da sollte sie ja mitspielen. Das war ja der Gag. Naja. Ich fand es nur witzig, dass er am Anfang ja drüber gelacht hatte und dann halt auf einmal Mood Change. Ja, vielleicht war es wirklich nicht geplant, obwohl ich mir dachte, okay, das ist gefaked. Glaubst du? Ja, also zumindest hat, ist das schon eine Verschwörungstheorie? Richtig, der hat nicht, ja, ist es. Der hat doch nicht richtig dazu geschlagen. Ne? War jetzt nicht so. Ich sag mal so. Hast du dir das Video mal angeguckt von Pocher? Das werde ich jetzt kurz machen. Also der ist ja quasi vom Stuhl gefallen. Also erzähl mir mal, ich habe das von Pocher gar nicht mitbekommen. Also pass auf, Oliver Pocher war bei seinem Freund Felix Sturm beim Fight des Jahres quasi in der ersten Reihe neben Christoph Daum sitzend. Und da kommt so ein Typ an und klatscht ihm einfach eine. So. Ja. Da ging es um irgendeinen Rapper, ne? Ne, ja, da ging es um angeblich diesen Fat Comedy, den keine Sau kennt irgendwie. Ne, und dadurch, also angeblich hat er quasi jetzt einfach mal irgendwie eine Backpfeife bekommen, weil er ja eben in seinen Instagram-Stories eben ständig diese Netzpolizei spielt. Ne, und immer diese ganzen Social Media Leute da einfach aufs Korn nimmt. Ne? Und dafür Aha. hat er jetzt mal. Boah! Ich habe gerade die Schelle gesehen, Junge, da war mal richtig Wucht dahinter. Ja, den haut's ja halb aus dem Stuhl. Ja. Genau. Junge, 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 warum steht der Typ nicht im Ring? Ja. Ich frage mich, also ne, ich denke mir auch, warum muss der Pocher da einfach wieder, ne, sein Freund Felix Sturm, der fightet da, ne, und er will ihm einfach die Show stehlen, so. Ich finde es doch geil, wie es die Security einfach nicht juckt. Ja, also da habe ich mir auch gefragt, so, was ist mit denen los? Warum macht da niemand irgendwas, ne? Ja, so alle filmen nur und dann Pocher geht zur Seite der Security so, ja, komm geh mal, jetzt trinken wir mal einen Espresso. Geh mal, aber erst geh mal Gebühren zahlen, ne, so. Trink mal schnell's. Ja, du pass auf, ich habe auch noch ein Thema, Wohnungssuche, ja. Ich habe jetzt vielleicht endlich eine neue Wohnung gefunden, ne, müssen jetzt noch Daumen drücken, aber nachdem man jetzt hier ganz klassisch ja keine Wohnung mieten kann, also bei euch ist es ja wahrscheinlich nicht so, ne, das ist ja Leerstand, weil ja alle Schwaben nach Berlin ziehen und von Umland,
So. Und dann die Clubs und die Subkulturszenen abreißen, da teure Neubauwohnungen hinstellen. Genau, die meine ich. Ne? Gibt es ja die Möglichkeit eines Wohnungstausches. Hast du das schon mal, kennst du, schon mal gehört von? Nee. Dass man quasi eben die Wohnung tauscht mit jemandem. Also du suchst dir nicht eine leerstehende Wohnung irgendwie, um da einzuziehen, sondern quatschst jemanden an, so nach dem Motto, ey, hier, guck mal, ich habe hier eine geile Dreiraumwohnung, willst du nicht aus deiner Vierraumwohnung ausziehen? So, ne? Das ist quasi jetzt die Alternative dazu. Ich habe 600 Euro, gib mir doch deine 1000 Euro. Okay. Ja, naja, so ungefähr ist es. Ja, also da entwickelt sich jetzt quasi so ein Schwarzmarkt für Wohnungen. Die Wohnungen kommen ja dann auch gar nicht offiziell auf den Markt, sondern die Leute, die in den Wohnungen wohnen, die tauschen die einfach untereinander. So. Hm. Ja, und da habe ich jetzt tatsächlich was gefunden. Ne? Da stand halt so, ja, hier 4-Zimmer-Wohnung irgendwie abzugeben oder tausche 4-Zimmer-Wohnung, 4,5-Zimmer-Wohnung, so rum, gegen 2- oder 3-Raum-Wohnung. So dachte ich mir, okay, ich wohne in einer 3-Raum-Wohnung, ja. Vielleicht kann ich die tauschen, habe ich die angeschrieben so. Und da stand dann sowas drin von wegen, ja, Hauptsache, muss altersgerecht sein, entweder erstes oder nee, entweder Erdgeschoss oder Fahrstuhl. Habe ich ja beides nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich die trotzdem angeschrieben, habe ihr geschrieben, hier, pass auf, wie sieht's denn aus? Hätte Interesse, habe hier so eine Wohnung, ja, auch in der Region, in der sie die unbedingt haben wollte. Ja, und aha, ob das vielleicht dennoch eine Option wäre. So. Dann hat sie gesagt, ja, schick doch mal hier einen Grundriss und so und lass uns doch mal telefonieren. Ja, ich mit der telefoniert, so, und jetzt kommt's. Es wäre, wenn es klappt, ein Ringtausch mit 4 Mietparteien. Alter, 4. Und dann musst du dir vorstellen, so ein, also dadurch, dass ja alle gleichzeitig aus- und einziehen, müssen 4 Mietparteien am selben Tag gleichzeitig ein- und ausziehen. Also ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll. Ja, es ist auf jeden Fall, also keine Ahnung, ich glaube einfach nur ganz normaler Mietnomad ist einfacher. Ja, also ne, sie hat mir ja erklärt, wie das alles läuft. Also die mit der 4,5-Zimmer-Wohnung, die haben die Option, in ein Haus zu ziehen. So. Aha. In das Haus können sie aber erst ziehen, wenn der Bewohner, ein alter Mann, in eine 2-Zimmer-Wohnung zieht. Jetzt hat er schon eine 2-Zimmer-Wohnung gefunden, die er gern hätte. Allerdings die Mieterin in dieser 2-Zimmer-Wohnung sucht eine 3-Zimmer-Wohnung. So, die habe ich. Und ich will in diese 4,5-Zimmer-Wohnung. So, weißt du? Ja. Jetzt muss ja, man halt uns auf dem Laufenden. Jetzt muss man halt einfach mal schauen. Also ich hatte heute sogar schon die Mieterin aus der 2-Zimmer-Wohnung, die in meine Wohnung wollte, so, die hatte ich heute auch schon zur Besichtigung hier. So, ne, die hat sich die Wohnung angeguckt, kann sich auch gut vorstellen, so. Ja, aber alleine irgendwie in diesem ganzen Kreis, ne, von diesen 4 Mietparteien, muss ja auch vertraglich mit den Wohnungsgesellschaften alles hinhauen. Ja, also wie läuft das jetzt ab? Im Endeffekt, ihr habt einfach nur die Nachmieter safe oder sind die Wohnungen alles Eigentumswohnungen? Nee, also es sind alles Mietwohnungen bis auf das eine Haus. So, das ist ein Eigentum. Also die können auf jeden Fall von ihrer 4,5-Zimmer-Wohnung in dieses Haus umziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Die müssen aber warten, bis der alte Mann da raus ist. Ne? So. Und der hat jetzt halt eine gefunden, die auch was zur Miete hat. Genau. Und das ist die 2-Zimmer-Wohnung. Genau. Und die will aber ja deine rein und du wohnst auch nur zur Miete. Das genau. Heißt, im Endeffekt, wer überweist dann die Miete an wen? Naja, nee, das muss dann alles mit den Vermietern quasi geklärt werden. So, ne, ich habe heute auch schon mal beim Vermieter angerufen, habe gefragt, wie sieht's denn hier aus mit Wohnungstausch und so? Geht denn sowas? Nee, sowas machen grundsätzlich nicht. Okay, wie müsste ich das denn dann sonst machen? Naja, erstmal müssen sie ihre Wohnung kündigen. Aha. Okay, und dann sage ich Ihnen, dass die Person da einzieht, naja, dann können Sie einen Nachmieter benennen, so, und dann prüfen wir den. Aber erst müssen Sie kündigen. Okay, und dann mache ich so, ja, und was ist, wenn Sie den Nachmieter dann nicht haben wollen? Naja, dann können Sie den nicht nehmen, so, und dann, okay, aber dann funktioniert ja der ganze Tausch nicht. So, verstehst du? So, und dann meinte ich, ja, und dann, wenn ich dann gekündigt habe, sitze ich auf der Straße, weil ich ja nicht in die neue Wohnung komme. Naja, sie können dann die Kündigung zurückziehen. Ich sage, okay, gut, wenn das wenigstens geht, dann
Ja, ich habe wenigstens eine Option, aber so, weißt du? Und dann in meinem Kopf einfach angenommen, es funktioniert alles. Ja, irgendwo in Australien oder ich weiß nicht wo, gibt es so ein Moving Day. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Ist, Australien oder hier Neuseeland oder so. Da ziehen alle Menschen an einem Tag um. Das ist ein Tag im Jahr, wo wirklich, da haben Umzugsunternehmen Hochkonjunktur, weil die 4, 5 Umzüge fahren irgendwie, das wirklich morgens um 6 geht's da los, zieht der erste aus, der nächste schon gleich wieder rein und so. Und so komme ich mir hier vor dann. Ja, weil du kannst ja die Sachen nirgends unterstellen. Und also eigentlich holst du den großen LKW, wo hoffentlich alles reinpasst. So, und dann fährst du damit schon mal vor die Wohnungen der anderen in der Hoffnung, dass sie irgendwann fertig sind, damit du dann das ganze Zeug da reinschieben kannst. Und selbst auch Wohnungsabnahme, wie wollen die das machen? An dem Tag, wo ich ausziehe, zieht der nächste ein. Wie wollen die, also, ich habe keine Ahnung. Es ist verrückt. Alter. Ja. Tüte Chips. Hello. It's me. Was war Hallo. Jetzt los? Hast du dich irgendwie auf deinen Sender gesetzt oder was? Ja, mir war gerade einfach kurzzeitig das Internet weg. Ja, genau. Ich würde eher sagen, dein Mikrofon ist dir in die Chipstüte gefallen oder so. Schön wär's. Aber jetzt komme ich endlich mal dazu, mein Toastbrot fertig zu essen. Dein Toastbrot? Aber du hast es doch irgendwo ausgepackt gerade. Ich habe gerade Müll zusammengeräumt. Meine neue Freiheit besteht darin, dass ich jetzt während der Podcastaufnahme aufräume. Ja, ich mache das halt gerne. In Business Calls oder so. Naja. Ich weiß, ich bin mir immer bei dir nicht sicher, ob du schon wieder lang aufnimmst oder nicht. Ja, natürlich, ich nehme die ganze Zeit auf. Ich habe nicht abgebrochen. Okay. Ja, ich tue einfach so, als wäre ich dabei gewesen, okay? Okay. Ja, cool. Dann wünsche ich dir da voll viel Erfolg beim Wohnungstausch, weil im Endeffekt so ein bisschen sicher bist du ja, weil, keine Ahnung, ziehst ja die Kündigung zurück und dann ist alles gut. Und mit dem Moving Day, ja, ist doch witzig. Genau. Ja, cool. Ja, ich hab den Job, oder? Definitiv. Was brauchen Sie sonst so? Ja, genau, und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer Eingangsfrage. Welche Erfahrung bringen Sie denn mit? Ja. Was also ist der Grund? Ich kenne Mikro. Ja, ja. Mirko heißt ja bei uns. Also ich kenne Mirko. Mikro. Und ich kenne die Aufen Anna. Ja. Anna Leitung meinst du? Genau, ich hab immer mal wieder Leute Anna Leitung. Warum wollen sie denn beim Öffentlich-Rechtlichen, sagt man da, arbeiten? Ich finde es gut, wenn man nichts arbeiten muss, weil man ja alles vom Scholz direkt buchstabiert bekommt, was man machen muss. Und ich kann sehr schnell tippen. Aber ja, ich glaube, er buchstabiert auch langsam. Ja, aber ich kann damit umgehen. Hired. Okay. Und Geld ist ihnen auch nicht so wichtig, ne? Also wenn sie jetzt viel mehr kriegen, als sie bisher hatten. Ich will schon viel, viel mehr Geld bekommen und ich finde auch so ein Monatsgehalt von so 100.000 finde ich schon angemessen. Aber dann, also dann verschickt nicht, warum wollen sie denn dann hier Kamera-Asi werden? Dann werden sie doch reich.
Ja, aber ich will ja, ich bin ja auch Reichsbürger. Ja, darf man Reichs jetzt eigentlich noch essen? Oder ist das auch kulturelle Aneignung? Kulturelle Aneignung. Kulturelle Abneigung ist es. Ja. Mir gestern ist wieder ein Reichsgericht gemacht. Und wie hat dir der Reichsadler geschmeckt? Ja, nee, ich komme aus dem Kulturreichs. Ja, ah, der, jetzt wird's langsam. Jetzt wird's. Spricht man komisch. Ja, also ich wäre eher so für, keine Ahnung, ich zelebriere gerne einfach den Reichstag. Ja. Was macht ihr da so? Kommt da die ganze Familie zusammen? Da kommt die ganze Familie zusammen und dann gibt es einen großen Topf, aber nur einen. Ja. Und dann wird da Reis drin gekocht. Ja. Und das sind dann über 800 VolksvertreterInnen zu Gast. Ah. Und die essen dann? Die essen alle reich. Reichlich. Reich. Reichlich. Reich. Reichnudeln. Ich hoffe, dass unsere Serie mit schlechten Wortspielen jetzt nicht reicht. Kommen die auch da aus dem Kraichgau? Oh, der ist stark. Christian Streich. Christian Streich. Was gibt's noch? Ich finde, den letzten Gag sollten wir streichen. Wow. Ich weiß es nicht mehr. Ist vorbei jetzt. Bin durch mit der Nummer. Ich glaube auch, also jetzt Reichsadler. Dumm. Ja, ich glaube, wir müssen uns verabscheuen. Nee, ich habe noch eine MacBook Legacy. Alter, stimmt, die hätten wir beide vergessen. Pass auf, wir machen noch einen Pauseangriff. Machen wir. Bist du bereit? Machen wir. Ich drück jetzt hier auf den Knopf, ruf. Mach das. Und dann gleich wieder. Pass auf. Okay. Einmal zum Luft holen und dann jetzt direkt. Und da sind wir auch wieder hier zur letzten Episode mit The Mystery MacBook Legacy. Ich würde nicht sagen zur letzten Episode, sondern zum letzten. Ach so, ja, Entschuldigung. Warte. Ja, lachen wir alle über die Ente, ne? Lachen wir alle mal wieder über die Ente. Das war eine schöne Perle des Lokaljournalismus. So, ja. Also MacBook Legacy. Das Ding, es gibt ja die MacBook Airs. Mit und die Sees. Und dann gibt es die MacBook She, ja. She, Her und Him, His. Ja, so, und dann gibt es ja noch das MacBook Pro. MacBook Pro. Ja, und halt das MacBook Airsys. Ja, das ist der Typ, der bei dem der 2 Jahre lang in Quarantäne saß, quasi dann die Frau geschwängert hat in einem Film. Ne? Das ist dann der Bro, MacBook das, Pro. Das ist der MacBook Pro. Ja, und dann war es halt so. Das Air kostet neu im Angebot 1200. Auf eBay, also mit 512 Gig. Auf eBay habe ich einen gefunden, der das MacBook Pro für 1100 Euronen vertickert hat. Ist weniger, ne? Ist weniger für das bessere Modell. Geil, ja. Ich erst mal bei der Barbe geschrieben, du, kann ich das machen? Kann ich mein Taschengeld für die nächsten 10 Jahre im Vorschuss haben? Und meine Mom sagt mir noch so, macht's nicht. So, da ist vielleicht was dran mit dem Preis. Da kann irgendwas nicht ganz koscher sein. Und ich dachte mir so. Arbeitet deine Mutter bei so einem Apfelbauern? Nö. Okay. Wollte nur wissen, warum sie da vielleicht mehr Expertise hat als du. Nö, meine Mom ist da, was so eBay-Sachen angeht, immer relativ kritisch eingestellt. Okay. Also sie kritisiert grundsätzlich alles und jeden. Genau. Okay. Sehr sympathisch.
Und dann war es halt so, dann dachte ich mir, ja komm, jetzt hole ich mir mal ein paar Infos zu dem Gerät nochmal raus. Er sagt, der Zustand ist top. Im Impressum von ihm war auch eine Steuernummer drin. Das heißt, das war der Typ hat das wahrscheinlich über sein Gewerbe halt geholt gehabt. Ja. So, und dann dachte ich mir, okay, cool. Es wirkt schon mal sicherer, wie wenn du jetzt einfach nur zu jemandem x-beliebigen hingehst. Wenn du jetzt jemanden hingehst, der halt irgendwie eine Firma hat. Paul. Zeig. So. Ja. Nennen wir ihn Paul. Paul macht halt in Computerteile. Es war Paul in Südländisch. Ja, Paulo. Und genau. Paul Slavofreier. Ja, jetzt sind wir aber hier auf einem schmalen rassistischen Grat unterwegs. Ne? Wir müssen aufpassen, dass unsere Paul Reisgerichte Slavo jetzt nicht kalt werden. Wir müssen auf früh jeden essen. Fall. War es dann so, der hat mir auch geschrieben hier, das Gerät ist von Februar 21, heißt Garantie ist weg, aber Gewährleistung vom Apfelbauern gibt's noch. Geil. Dann haben wir, oh, das klingt doch safe. Dann habe ich mich mit dem verabredet am Samstag um 12 Uhr. Habt ihr euch über Tinder verabredet oder wie habt ihr das gemacht? Über Bumble-Netzwerk. Ach, geil. Muss ja nur das Handy einmal umdrehen, ne? Dann bist du ja da. Dann war es halt echt so, ja, hin, zeigt mir das Gerät, hatte äußerlich einen super Zustand. Also wirklich, 1A top. Nur äußerlich, stell mir gerade vor, wie du quasi nur die Karosserie siehst, weil alles andere raus ist. Und dann hat er mir auch gezeigt, hier ist auch schon so weit vorbereitet, du musst nur noch deinen Benutzer anlegen und dann geht es. Und ich schon so, okay, cool, dem das Geld gegeben in bar, verheim. Ohne Quittung. Doch mit, aber bringt mir nichts. Der gibt mir keine Gewährleistung. Aber ich habe auf jeden Fall die Rechnung, die Originalrechnung. Dachte mir halt auch schon, okay, das kann nur safe sein, was der macht. Ja. Komme ich daheim an, ne? Steck das Ding rein in die Steckdose, das Akkugerät, lass den laden. Und nicht mehr, komm, richten wir jetzt halt mal meinen Mac ein. Um 4 war ich mit meinen Eltern zum Essen verabredet. Dann ich habe angefangen um 1, ist eingerichtet, Apple-ID, Apfelbauern-ID eingerichtet. Die Bauern-ID. Das Bauernei hast du da drin gelegt. Und dann kommt der, du hast ja selber auch einen Apfel, und da kommt ja, dann gibst du einen Computername und vollständiger Name für den Benutzer. Mhm. Und wenn du damit fertig bist, kommt eigentlich die Ich-Wolke, die synchronisieren will. Hm. Aber so weit kam ich nicht, weil der hat mir angezeigt, Benutzername ist nicht verfügbar. Hm. Und dann dachte ich mir schon, hä? Warum denn nicht? Dann habe ich es mit einem anderen Namen probiert und habe das bestimmt 8 Mal oder so gemacht und es kam immer nicht verfügbar. Da dachte ich mir, hä, das ist doch ein lokaler Laptop. Ich muss doch hier nicht wie bei, wenn ich mir eine neue Gmail-Adresse mache, muss ich jetzt ja hier nicht gucken, dass da noch mein Geburtsdatum mit dabei ist oder eine 15 hinten. Mhm. Und dann habe ich den runtergefahren, hochgefahren, musste ich ihn nicht mehr einrichten, sondern waren auf einmal 8 Benutzerkonten angelegt. Dachte mir, ah cool, war nur ein Bug. Probiere mich beim ersten anzumelden, keine Chance, Passwort nicht korrekt. Dachte mir, hä? Bin durch alle 8 Benutzer durchgegangen? Mein Passwort war immer falsch. Dann dachte ich mir, komm, jetzt gehe ich auf den ich als erstes angelegt habe und gebe ein Passwort vergessen über Apple-ID, Apfelbauern-ID zurücksetzen. Ja. Ja, ging nicht. Hat mir auch angezeigt, Passwort falsch. Dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Also ich kurz gegoogelt, wie man in das Recovery reinkommt. Mhm. Bei denen mit M1-Chip. Weil das war nicht mehr über Apfel Air oder sowas, sondern du musstest das jetzt über diese Touch-ID an ausschalten, die musstest du länger drücken. Also, gemacht, Festplatten gelöscht, Betriebssystem neu draufgespielt, gleiches Problem schon wieder, dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Also, beim Apfelbauern Support angerufen. Dann hatte ich da einen freundlichen Niederländer, also hatte einen niederländischen Akzent. Rudi Carrel. Sind es durch? Ja, war schon ungefähr von Rudi Carrel. War schon ungefähr Rudi Carrel, haben wir gemeinsam das mal hier durchgespielt. Und
ja, das klang ganz gut. Er hat gesagt, ja, jetzt hier, das machen wir jetzt so und so. Hier, fertig, Bums, Fallera. Dann sagt er jetzt, das Betriebssystem wieder neu runterladen. Das dauert ungefähr so 20 Minuten. Dann dachte ich mir, ja gut, brauche ich den jetzt ja nicht mehr an der Strippe zu halten. Habe mich bedankt. Er hat auch gesagt, ja, jetzt funktioniert alles super. Ich melde mich, probiere mich wieder anzumelden. Ging nicht. Ich wieder beim Apple-Support angerufen. Kommt diesmal eine Dame ran, auch sehr, sehr freundlich. Das war durchweg eigentlich echt, also benutzerfreundlich, was den Support angeht, as fuck. Richtig nett, richtig sympathisch. Dann hatte ich die dran und dann sagt die, ja, dann machen wir das jetzt so und so. Ich so, das müssen wir nicht machen, habe ich schon. Sie, wie haben sie schon? Und ich so, ja, ich hatte einen Kollegen von ihnen dran und wir haben das vor einer guten halben Stunde schon mal gemacht, aber es geht nicht. Dann hat sie gesagt, gut, dann gehen wir jetzt mal zur Leitung des Kundenservice. Hat man mich durchgestellt zur Leitung des Kundenservice und auf einmal waren die Namen sehr, sehr deutsch und der Akzent sehr, sehr klar. Und dann saß ich da mit einem Jürgen, Nachname der Redaktion bekannt. Und dann hat der über mein iPhone sich auf die Kamera zugeschaltet und dann haben wir das mal kurz gemacht. Über dein iPhone der Kamera zugeschaltet, also der hat sich gehackt quasi. Nee, der hat um meine Erlaubnis gefragt. Okay. Ja, und dann hatte der halt sich da zugeschaltet und haben mir dann immer über die Kamera gesagt, was ich jetzt drücken muss und wo ich drücken muss. Und dann haben wir eigentlich das Spiel schon wieder durchgemacht, nur dass der sich tatsächlich 45 Minuten Zeit genommen hat und es mit mir zweimal gemacht hat. Irgendwann haben wir so viel Zeug zurückgesetzt und gelöscht, dass die Benutzersprache schon wieder auf Englisch war. Also das Ding war quasi wirklich wie neu von der Software. Und dann war halt schon 4:05. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Jürgen, das tut mir jetzt echt leid. Ich muss jetzt auflegen, ich habe mich verabredet. Wie lange sind Sie denn noch da? War ja Samstag. Sagt er, ja, Samstag nur bis 18 Uhr. Ich so, oh, ich gehe jetzt halt zum Essen mit meinen Eltern. Und er so, ja, ich sag mal so, ich bin heute bis 19 Uhr im Hause. Ich plane den Rückruf auf 17.45 Uhr und ich hatte leider einen Kunden davor in der Hotline und es wird 18.30 Uhr, ist gar kein Problem. Da habe ich gesagt, oh super, vielen lieben Dank. So, wir gehen essen, ich komme erstmal an, meine Mom fragt mich erstmal, und, wie läuft dein neuer Rechner? Ich so, ja, gar nicht. Und da kam gleich sowas wie, ich hab's dir doch gesagt. Ja, ich habe dann nur gesagt, ich muss öfter auf dich hören. Da hat sie gesagt, ja, guck, Mamas haben halt doch recht. Da habe ich auch nicht widersprochen und mein Vater hat aber direkt das Problem erkannt und hat gesagt, bootet dein Rechner. Und ich so, ja, der bootet. Und mein Vater hat gesagt, der ist nicht kaputt. Und der Jürgen am Telefon hat mir nur gesagt, wenn wir das heute nicht zum Funktionieren bekommen, dann geht ihr Fall ans Development-Team vom Apfelbauern. Scheiße. Ja, das ist natürlich Schiss vor. Ja, da dachte ich mir, hey, fuck, ich brauche halt das Gerät. Ja. Sonst hätte ich ja keinen Stress machen müssen. So, dann, wir kommen heim vom Essen, hocken uns bei mir hin und mein Vater und ich so zu meinem Vater, guck, ich zeig dir jetzt, wie es halt immer spinnt. Und hat wieder gleiches Ding, Apfelbauern-ID eingegeben, bestätigt, Benutzer angelegt und sagt, guck, und jetzt hängt sich's auf und geh Kaffee holen, komm zurück von der Küche, läuft. Ja, der Vater repariert einfach. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber auf einmal hat das Ding funktioniert und ich hatte davor extreme Probleme mit meiner Apple-ID. Ich konnte nicht über mein MacBook telefonieren oder SMS senden, was du eigentlich machen kannst, wenn du ein iPhone hast. Das ging nie, weil meine Apple-ID nicht funktioniert hat für iMessage und FaceTime. Da hatte ich immer eine andere. Und das geht jetzt. Jetzt funktioniert alles. Verrückt. Also ich glaube halt, dass der Jürgen da im Hintergrund was gewerkelt hat an meine Apple-ID, gemerkt hat, dass da irgendein Fehler war und das gefixt hat. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, entweder Jürgen oder dein Vater. Mein Vater glaube ich nicht, der saß da nur dran. Also nicht mal am Rechner. So. Also der saß nicht am Rechner, der saß daneben. Vielleicht also, hat der Jürgen, ne, vielleicht hast du die Erlaubnis nicht nur für diese eine Kamera gegeben, sondern jetzt für alle. So, ne? Und da hat Jürgen dann gesagt, geil. Zeig jetzt auf alles. Jetzt kann ich das machen. Nee, und jetzt seitdem rennt das Ding. Überragend. Aber trotzdem, der Moment erstmal, das war wirklich ein Schock, weil ich wirklich gedacht habe, ich habe 1100 Euro ins Sand gesetzt. Ja, krass. Aber gut, also der Verkäufer war aber quasi alles legal, alles gut, ja?
Ja, ich habe ihm dann schon geschrieben, also jetzt kommen wir halt zu dem peinlichen Part der Story. Da kommt noch was. Ich war natürlich schon pisst. Weil, und dachte mir, natürlich wollte er nicht, dass ich den Rechner bei ihm einrichte. Hat dann so gesagt, ja, hat er gerade kein WLAN hier. Weil der wahrscheinlich gewusst hat, dass ich keinen Account anlegen kann. Ja gut, aber dann kannst du ja jetzt tatsächlich froh sein, dass er vielleicht zu blöd war, das Problem zu fixen. Deswegen dieses Ding viel zu günstig rausgehauen hat. Ich habe halt dann nur hier geschrieben, pass auf, jetzt ist es richtig peinlich. Schade, leider kann man keinen Benutzer einrichten. Das MacBook ist defekt, finde ich sehr schade. Habe es auch schon mit dem Apple Support versucht. Dann kam nur von ihm, sicher nicht defekt, sonst wird es ja nicht hochfahren. Gegebenenfalls muss eine Internetverbindung vorliegen. Welche Meldung kommt denn? Und da kam nochmal, wenn es nicht hochfährt, kann es nicht defekt sein, logisch. Also es ist ein Software-Thema. Es ist und wurde von meinem Apple-Account entfernt. Somit kann man einen neuen User anlegen. Bitte googeln, wie man das macht. Dachte ich mir, du Arschloch. Und dann habe ich gesagt, Anlegen des Computerbenutzers fehlgeschlagen. Bin schon das zweite Mal im Apple-Support. Dann, du musst gegebenenfalls mit gedrückter Steuerung T-Taste in den Wiederherstellungsmodus booten. Bin jetzt nicht mehr online, kann nicht nachsehen, welche Tastenkombination. Aber das MacBook funktioniert zu 100%, 16 Ausrufezeichen. Und dann habe ich nur geschrieben, die vom Apple Support sind auch überfordert. Naja, hätte ein schöner Tag werden können. Grüße. Dann kam von ihm nochmal der Link zum Wiederherstellen, wo ich mir gedacht habe, Bruder, da bin ich jetzt schon. Und dann hat es halt auf einmal funktioniert und da war mir das so peinlich, dass ich mir eine Notlüge 4 Stunden später habe einfallen lassen. Mein Hamster hat die Hausaufgaben gefressen. Nee, ich habe dann nur gesagt, habe jetzt den Chef vom Support dran gehabt, inklusive Development-Team. Läuft, sorry. Sehr gut, und was kam dann noch unten Emoji zurück? Ja, Daumen nach oben. Sehr gut. Ja, kam ich mir schon sehr blöd vor, bin ich ehrlich. Also das war mir sehr peinlich im Nachhinein. Ja, glaube ich. Ne? Wenn man es halt einfach selber nie auf die Reihe kriegt. Boah, ja, läuft doch jetzt. Jetzt läuft's. Ne? Der und läuft. Jetzt haben wir hier läuft. Endlich, haben wir hier endlich einen guten Klöster-Sound. Klösterfrau Melissengeist quasi. Ist der wirklich so gut, der Sound? Ich finde den viel besser gespannt. Als dein Mikro vorher. Da können wir auch okay, nochmal eine Umfrage machen. Ja, weil das davor war halt tatsächlich, gell, ein Rode Broadcast-Mikrofon. Ja gut, also vielleicht liegt es ja auch daran, dass du hast jetzt quasi so ein Nackenbügel-Mikro an, oder was? Nö, ich habe einen Clip. Na gut, aber also, auf jeden Fall kannst du dich da nicht so weit wegbewegen vom Mikro mit deinem Mund. Ja, das stimmt. Der ja? Sound bleibt natürlich konstant nah. Genau. Ah, ist schon schlau, was du gerade sagst. Ja, weißt du, deswegen bin ich. Und du. Und du. Da Leben. Genau, Leben. Ja, was für ein schönes Schlusswort. Leben. Ja, Leben. Wir sind geboren, um zu leben. Wir sind mit dem Wundern jeder Zeit. Achso, du kannst auch noch einen Text so. Richtig. Nö, ich dachte, du kannst den Text richtig. Nee. Ich hab grad einfach nur. So, also, unheilig. Geboren, um zu leben, Lyrics. Bis ans Ende jeder Zeit. Mit den Wundern jeder Zeit. Ah, na siehst du. Sich niemals ne? zu vergessen, wir sind alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Warte, pass auf. Genres der Songs, ne? Offizielle Genres. Heavy Metal, Rock. Ja. Ja. Ich finde auch, meine Popmusik ist sehr metalig. Ja, definitiv. Ne? Deine vielleicht noch viel mehr, weil du ja einen coolen Metal-Musiker kennst. Ein. Der war mal Schlagzeuger und wusste nicht, was der Bandname bedeutet. Der ist dann tot. Was? Naja. Oh Gott, es gibt so schreckliche Bewerbungen. Ja, du, ich drück dir mal die Daumen, ja, für deine Bewerbung jetzt beim ÖR. Oh, danke schön.
beim ÖR, ja, mal gucken. Also ich muss jetzt noch ein einminütiges Video machen von mir selber. Und ich habe, wie ich es mir auch selber mache, in einer Minute. Das ist eine Bewerbung und da kann ich sagen, hier sehen Sie, ich kann schnell auf den Punkt kommen. Genau, ich bin genau auf den Punkt gekommen. Genau, und Schnittbilder habe ich schon. Ich muss jetzt noch was aus dem Studio filmen. Also ich moderiere mich quasi selber an. Ja. Also du musst irgendwie machen, warum gehörst du zum ÖR? Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich mache so ein bisschen, dass ich eh schon die ganze Zeit Radio und Medien und Journalismus mache. Und habe jetzt mal alle meine Stationen so ein bisschen rausgesucht, Bilder dazu gesucht. Außer Pauschal. Außer Pauschangriff. Und werde mich halt dann so anmoderieren, so ja, wer ich bin und dann was der denn macht. Und dann wird so das, der Abschluss wird irgendwie so sein, ja, und klingt doch schon mal ganz interessant. Natürlich werde ich es jetzt nicht so sagen, aber nicht, dass mir jemand noch meine Idee klaut, noch am letzten Tag der Einreichung. Und wenn Sie den Typen müssen Sie näher kennenlernen, lecken. Vor allem in Runde 2. Den Typen müssen Sie lecken. So gut wie ich kommt keiner auf den Punkt. Du machst quasi den zweiten öffentlich-rechtlichen Porno. Genau, also man muss ja auch das Video ja nicht als MP4 hochladen, sondern mit Link. Das heißt, da steht ja nicht drin, dass du es nicht auf Pornhub hochladen kannst. Theoretisch. Ja, also ich sag mal so, wenn du im Kopf bleiben willst bei denen, musst du es ja eigentlich so machen. Ja. Das wäre witzig. Mach mal, wenn deren interne Policy nicht verbietet, auf Pornhub zu gehen, dann geht das vielleicht sogar. Wenn mir der Job nichts wichtig wäre, würdest du das natürlich machen. Dann würde ich das machen. Also wenn es jetzt eher mal so eine Bewerbung wäre, so nach dem Motto, ich versuche mich mal beruflich umzugucken, ja, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Weißt du, ich habe jetzt letztens gelesen, vielleicht damit du auf Nummer sicher gehen kannst, ne? Hier diese zoologische Website hier mit dem Hamster. Ne, die wurde ja quasi irgendwie in Deutschland verboten oder so. Irgendwas haben die da gemacht mit den IP-Adressen, so dass man da als Deutscher nicht mehr rauf konnte, um quasi Nagetiernahrung zu kaufen und so. Da kann ich euch nur empfehlen, netzpolitik.xxx. Einfach mal drauf gehen. Da sind nämlich die Hintergründe drauf, tatsächlich. Ja, ne, auf jeden Fall hat quasi der Zoologe da, der hat irgendwas gemacht, dass man da jetzt wieder rauf kann. So. Ja, und also du könntest quasi auch da dann dein Video hosten. Also die machen quasi neben dem ganzen Tierzeug und der Tiernahrung machen die auch noch Webhosting für Videos. Na, schade, dass sie es nicht für Podcasts machen. Ja. Ne? Sonst würde ich den Typen kennen. Jetzt würdest du da jemanden kennen, der das macht. Der weiß. Nee, also ganz ehrlich, konsumierst du Tier Videos? Tiervideos? Nee. Obwohl, letztens habe ich mir nochmal, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Nee, keine Ahnung. Revolution der Tiere, wie hieß denn das? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr einen guten Blog lesen wollt auf Twitter, der sich um das Thema Prostitution und Sex dreht, dann folgt nicht Designermuschi, sondern Jasmin liebt dich. So heißt der Account, @dichjasmin. Die macht richtig guten Content. Tatsächlich. Okay. Die ganzen. Kriegst du dafür Geld und ich wieder nicht? Nee, ich krieg dafür gar kein Geld. Die spült's mir nur immer. Warum auch? Mich folgt der nicht mal. Spült's die beim Faktlos Twitter-Account immer rein. Also mit ihren neuen Tweets. Und wie gesagt, die hatte da neulich mal, die hat auch so ein, ja, halt erzählt, wie es halt so ist als Escortfrau oder halt auch als Sexarbeiterin und so. Das ist eigentlich echt ganz spannend. Okay. Das ist ja schon wieder eine ganze neue Folge. Also allein darüber kann man sich wirklich, der hier Inhalte, also, ist ja, nicht schlecht. Wenn unsere Hörer in der nächsten Folge gern noch ein bisschen mehr über SexworkerInnen hören wollen, dann sollten sie jetzt rezensieren. Auf Apple Podcast. Ne? Hier zum Beispiel ein klassischer Thread, damit ihr wisst, wohin es dann gehen könnte nächste Woche,
Ich habe gemerkt, dass Natursekt durchaus polarisiert. Gut, polarisiert mit U und Doppel-L? Gut, dann schreibe ich mal was drüber. Ein Fred, let's go, 1 von 12. Okay. Also, das ist schon echt tatsächlich ganz spannend. Soll ich die mal fragen, ob die Lust hat, im Podcast zu reden? Natursekt polarisiert. Muss mir erstmal meinen Gag aufschreiben. Ja, gut. Wir warten erstmal, was unsere HörerInnen dazu sagen, ob sie mehr darüber wissen wollen. Über Natursekt. Also ich mag Sekt. Ja, prickelt immer so schön. Im Bauchnabel. Ja, das ist das Problem, wenn beide auf den gleichen Gag raus wollen, ne? Ja. Naja. So. So. Dummwächter. Bird. Läuten bei dir schon die Glocken? Liegst du schon im Bett jetzt? Nee, ich bin tatsächlich, habe mich nur einmal kurz hingelegt, aber es war gar nicht so bequem, weil ich die ganze Zeit Schiss hatte, dass mein Blopfschutz wieder wegfliegt. Ja, okay. Ja, scheiße, aber es klingt viel besser. Du klingst viel besser jetzt. Lieber HörerInnen, bitte schreibt Rezensionen darüber, wie gut der Domwächter jetzt klingt. Oh, ich bekomme... Danke, reicht. Apfelbauern-TV, 3 Monate lang gratis über wow. Himmel. Hatte ich auch schon. Weißt du, was du jetzt machen kannst? Ted Lasso. Jawohl. Zieh's dir rein. Oh, wir müssen finally. Jetzt auflegen. Ted ruft. Ja. Alter. Ted ruft und mein Finanzamt, das die Steuer nochmal Belege haben möchte, ruft auch. Sehr schön. Ne? Also, folgt uns unbedingt, so. Unbedingt auf Twitter folgen und auf Instagram, weil wir müssen euch rechtzeitig sagen. Bescheid sagen, ab wann ihr für den deutschen Podcastpreis abstimmen müsst. Genau, ihr müsst. Also es gibt nicht mal eine Wahl. Nee. Soll ich mal Siri fragen, ob es eine Wahl gibt? Fragen wir Siri, ob es eine Wahl gibt. Stimmen, kann man für den Podcast-Preis 2022 schon für Pauschangriff abstimmen? Ich habe diesen Titel nicht auf Spotify gefunden. Ja, schön. Funktioniert ja richtig gut, diese Siri. No? Also. Kann man für Pauschangriff schon auf dem Podcastpreis 22 abstimmen? Das hier habe ich gefunden. Danke. Ui. Danke. Danke. Das habe ich aber auch gar nicht gesucht. Danke, Siri. Gern geschehen. Also vielleicht. Erzähl zum Ende der Episode noch einen kleinen Witz. Das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeiten. Jetzt erzähl einen Witz. Wie macht man aus Wasser Licht? Mit Fensterputzen? Okay, also er war nicht so schlecht, hätte gern da mal die Gags. Sich zwei Zitronen. Als die eine nicht kommt, wird die andere sauer. Ja, wir müssen jetzt Schluss machen. Wir müssen unbedingt Schluss machen. Bald übernimmt die KI unseren Podcast. Genau. Das dauert nicht mehr lang. Ja. Ich hätte gerne den Gagschreiber von Apple, vom Apple-Universum gesprochen. Das soll ich nochmal anrufen? Kannst du als Recherchearbeit für die nächste Folge machen, bitte. Ja. Aber nur, wenn es dafür auch den investigativen Podcastpreis gibt. Genau. Und frag Jürgen, alles klar. Wer die Gags schreibt. Das mache ich. Alles klar. Gut. To-do ist erstellt. Okay. Gut. Ja. Also, Birdie, das war's. Das war's einfach. Wir verabschieden. Wir müssen auf dem Höhepunkt unserer Karriere einfach unsere Karriere beenden. Ne? Deutscher Podcastpreis, genau. Was soll danach noch kommen? Eben. Wir sind ja, also ne, wir vielleicht sind ja registriert. Auf den Punkt. Ja, du kommst auf den Punkt. Ne? Und ich, ja, nicht mehr. Na, deshalb, bevor es jetzt hier noch weiter um irgendwelche Wortspiele des männlichen Orgasmuses geht, würde ich sagen, wir ejakulieren uns hinfort. Genau. Ihr könnt uns alle. Mit meinen Ejakuller-Augen. Naja. Denkt an unsere Abstimmung. Ne? Genau. Und rezensieren, zitieren, nehmt uns für eure Masterarbeit, keine Ahnung. Masturbieren. Für eure Masturbierarbeit.
So, reicht jetzt. Tschüss, ja, Sälchen. Reich's jetzt. Reich's jetzt. Schüsseldorf. Ciao, Kakao. Tschüss, Mitty. So, ich leg jetzt auf. Ich leg zuerst auf, ja? Leg zuerst auf. Tschüss. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.